Einen wunderschönen guten Abend, Tino, Guten Abend. Thomas. Servus. Hi. Wären wir jetzt live, wären wir an diesem wunderschönen Sonntagabend 30 Minuten zu spät. Also jetzt wieder ausschalten und in einer halben Stunde wiederkommen, dann seid ihr genau mit uns im Zeitrahmen. Ja, GoGo Fährlich Late Night Show, Folge 2 2019. Wieder mit technischen Problemen, was auch der Grund ist, warum wir immer noch nicht live senden. Leider. Tino filmt mit seinem Handy, weil Genau, seine ich sitze Kamera hier vor nicht meinem tut. iPhone. Wir haben Hangout Wir haben und He Discord an. ja, und das Bild hängt schon wieder. Das ist also eine absolute Improvisation heute Abend. Wir sind immer noch nicht bereit, live zu gehen. Das tut uns sehr leid, aber so ist es jetzt leider. Aber Ja. nichtsdestotrotz haben wir heute uns ein bisschen was überlegt, mit was wir euch unterhalten möchten. Das stand im Intro etwas über Daedalus. Ich habe das Gefühl, das wird heute etwas zur Seite gedrängt. Ja, wir sind selbst geflasht von Ohne Scheiß. den Dingen, die wir heute präsentieren dürfen oder die uns präsentiert werden, Ja, also wir freuen sozusagen. uns wirklich sehr, den Thomas heute hier zu haben. Wer ihn nicht kennt, der darf sich, wir haben ja mal Gogo Gadgetto Thomas genannt heute. Das ist der Mann mit den ganzen technischen Hilfsmitteln. Thomas, möchtest du uns mal sagen, wer du bist? Was? Ja. Wie, also Ja, ich wie, bin der wie Thomas. spricht man deinen Nick aus? Ich habe keine Ahnung. Was passiert, wenn man in einem MMO nach einem Jahr einen Twink erstellen will? Es gibt keinen Namen mehr. Das habe ich gemacht. Und dann muss man was suchen. Zweite Edition Elder Codex. Unter irgendeinem Typen einen Namen raussuchen und den nehmen. Fertig. Und da gibt es einen Yelden Soccer oder was? Da gibt es einen Yelden Soccer irgendwo. Keine Ahnung mehr. Aber Tino, mach mal ich habe deine den Kamera ein Codex leider bisschen nicht mehr. runter. Man sieht dich nur ab der Nase aufwärts. Was? So, ja, jetzt ist Ah! Ist ja ja, nackert. viel besser. Schön, dass du eine Unterhose anhast Ich habe immer heute. eine Hose an. Hervorragend. Ich habe immer noch. Besser so? Ja, viel besser. Ja, ich muss immer. Ich gucke hier auf meine. Ich guck hier auf mein iPhone und da sehe ich mich natürlich anders als in dem kleinen Fensterchen. Aber du wirst lachen, die Videoqualität ist tatsächlich viel besser als mit dieser jämmerlichen Webcam, die du da vorher hattest. Mit dem Die halten rotzigen aber auf jeden Fall. iPhone. Also, und was werden wir heute machen? Also, der Thomas ist der Genau. Gogo Gadgetto Thomas heute für uns. Der gute Genau. Mann hat einige wirklich grandiose Tools für Infinity im letzten, ich glaube, halben Jahr, sowas in dem Dreh war das, oder? Ja. Auf Ja, ein Jahr bis rausgeschmissen. ja, ich weiß es Die nicht, vor aber einem nicht. Jahr, ne? Ja. Vor einem Jahr ungefähr habe ich, glaube ich, den Random List Generator, die erste Version online gestellt. Ein Und jetzt halt fantastisches vor Teil. ein paar Wunder, also Monaten im De grandios. Genau, und im Dezember jetzt hat der immer einen kleinen Tournament-Helper für Offline-Tournament-Management. Falls mal wieder OTM nicht geht, kennen wir ja. Und ich muss ja sagen, also natürlich, der Random List Generator ist grandios, grandios gut, ja. Aber dein Tournament-Helper hat für meine Turniere diese Glatzen da, die hier auch in diesen Bildschirm reinguckt, obsolet gemacht. Den brauche ich nicht mehr. Kann er mitspielen, jetzt muss er nicht mehr rumsitzen. Wir haben vorher bei den Turnieren, der Micha hat sich da wirklich viel Energie in eine wunderbare Excel-Liste gestellt, wo man ganz viel rausholen kann. Nur leider ist er der einzige Mensch, der versteht, wie man die bedient. Das war, also, ja, ich bin jetzt nicht gerade der besondere super Computer-Crack, aber das war diese Excel-Ergüsse, die er da von sich gab, das war mir zu viel. Ja, das geht schon. Du musst, wenn du es selber machst, verstehst du es natürlich auch. Alter, von die Fresse, das versteht keiner, du brauchst es nicht erklären. Du musst einfach nur von oben nach unten kopieren und sortieren, ist doch kein Problem. Aber Ja, gut. genau, so sieht's Also, aus. es gab auf jeden Fall, auf dem Markt gab es einen Bedarf an einem funktionierenden Tournament-Tool und das deins ist natürlich im Vergleich zum OTM-Manager, der generell ab der dritten Runde einfach abstürzt, eine wirklich fantastische Bereicherung, finde ich. Super geiles Ja. Ding. Aber es ist nichts gegen den Absolut. Random List Generator. Nichts. Nee, Also ich der hatte ist grandios. selten so viel Spaß wie mit dem Random List Generator, wenn ich damit spielen musste. Durfte. Super geil. Ja, Also, freuen wir auf jeden also Fall, wenn es hierfür. ja, wir haben ihn ausprobiert, der Micha gegen, wir haben ihn ausprobiert, wir zwei. Ich glaube, da waren wir gerade ganz, wir hatten ein ganz tolles Spiel. Ich habe die Space Monkeys ausgetrackt und du hattest Ich hatte, Baran, ich habe was? Baran Baran war's. gespielt, ja. Ja, und wir hatten dann irgendwie eine Liste. Ich hatte fünf normale Hacker.
Ein Affenhacker, ja, 5 normale. Ich hatte 4. Und er hatte 4 Killerhacker. Aber es war ein witziges Spiel. Wir haben nicht einmal gehackt und wir haben uns dann am Ende mit Kombi-Rifles und Boarding-Shotguns gegenseitig vom durchgerotzt. Ja, das war ein super geiles Spiel. Absolut, ich lache immer noch drüber. Tino, ich denke, ich erinnere mich immer noch gut, ich hätte gerne meinen Gesichtsausdruck gesehen, als ich herausgefunden habe, dass es was war. Welcher Lieutenant kann den Missile Launcher haben? Gulam Lieutenant. Ja. Genau, als dieser Gulam da sagte, ich nehme den Lieutenant Order und hau dir den Missile Launcher ins Gesicht. Ich so, what? Tino, kannst du ein bisschen lauter sprechen? Ja, kann ich. Das wäre nicht schlecht. Ich glaube, du bist unter Paar laut. Ja? Mhm. Also, manche würden ja sagen, das ist ja gar nicht so schlecht. Nee, es wäre besser, wenn man dich gar nicht hören würde, aber. Ja. Kannst du vielleicht Warte mal kurz, dann muss ich aber ganz kurz meine Tür zu machen, weil sonst wecke ich meine 2 Kids. Vielleicht oder du kannst einfach mit dem Gesicht von der Kamera weggehen. Ja, vom anderen Ende des Baugesprächs. Ja, also, auf jeden Fall werde ich jetzt nicht mehr, werde ich jetzt noch nicht zumindest da zuordnen kann, wer du bist. Der hat auf jeden Fall das letzte halbe Jahr verpasst. Sag mal, aus welcher Ecke kommst du? Eine Sache möchte ich noch sagen zum Random List Generator. Möchte ich einen kurzen Shoutout zu einem Kollegen Carver in Fisch geben, der den ursprünglichen Random List Generator gebaut hatte. Ah, okay. Der hatte nämlich schon mal eingebaut. Den hatte ich auch früher benutzt, den hatte aber leider nicht mehr auf N3 aktualisiert gehabt, weswegen ich mich dann gezwungen gefühlt habe, es selber einzubauen. Okay. Hast du da, genau, das war so eine Frage, die ich hatte. Hast du da so eine Metrik drin, dass dieses Programm irgendwelche Kombinationen ausschließt oder automatisch nimmt oder sowas? Oder ist der wirklich komplett zufällig? Also es gibt ein paar Parameter, da kann man ja einstellen, man will einen RAMs auf jeden Fall haben, man will seine SVC ausgefüllt haben, sowas, da wird sozusagen die Liste der möglichen Picks eingeschränkt, da sagt man zum Beispiel, ich will SVC voll haben, dann wird halt so lange irgendwas mit SVC voll gestopft, bis du voll SVC hast. Genau, meistens ist es scheiße. Aber ansonsten ist es bis auf die Proxys bei Aleph. Da muss man Workaround einbauen, man braucht ja mindestens 2, maximal 3. Da muss ich sagen, jetzt, wenn du einen Proxy nimmst, musst du gefälligst noch einen zweiten oder dritten nehmen. Aber ansonsten wird einfach die komplette Liste genommen und zufällig rausgepickt, was man kriegt. Okay. Aber wir hatten das Gefühl, dass es ein bisschen hackerlastig ist. Ja, man weiß gar nicht, wie viele Hacker in Infinity rumfliegen. Ja, es kann tatsächlich daran liegen, dass man die Profile gar nicht so überblickt und dass es dann das Ding erst wirklich zeigt. Man denkt, eigentlich fast jede zweite Einheit mindestens hat irgendein Hacker-Profil drin. Der Hacker, es gibt ja alleine schon, also es gibt ja erstens mal bei jeder Auswahl gibt es ja fast schon einen Hacker dabei. Dann hast du ja natürlich Assault-Hacker, normale Hacker, Killer-Hacker, Hacking Device Plus und so weiter und so fort. Also es gibt schon, Hacking ist schon präsent, wenn man das jetzt mal so sieht in den Profilen einfach. Ne? Ja, und dann hast du was wie den Interventor, wo du als gleich 6 Hacker auf einem Platz hast. Man spielt es nur viel zu selten, ne? Also es schiebt auf jeden Fall mal deinen, wenn du so ein Ding in so eine Liste klickst, merkst du erstmal, was du überhaupt alles spielen könntest. Also über was du dich freuen kannst, wenn auf einmal ein Rajik mit Boarding Shotgun vom Himmel fällt. Wie geil sowas ist, wenn man sowas hat. Oder was mir halt auch aufgefallen ist, wo ich jetzt mit den Randomness Generator gespielt habe, ist, dass du plötzlich dann mal irgendwie 1-2 Profile drin hast und die weißt du, gehst ja dann oftmals verfällt du dann die Automatismen beim Listen bauen einfach. Also so, du hast deine Standardauswahl, wo du weißt, die funktionieren für dich, die tun's und so und die sind toll. Und plötzlich hast du da andere Profile drin, vielleicht auch jetzt dieselbe Einheit, wenn du jetzt zum Beispiel einen Belag nimmst, du halt einen Forward Observer und einen Mindlayer, ja. Nur als blödes Beispiel bei Yuching. Und plötzlich hast du halt dann irgendwie den Multisniper einen drin und du merkst, okay, der kann ja auch funktionieren. Klar, wirst du ihn trotzdem nicht nehmen, aber das macht auf jeden Fall Spaß, dann einfach mal auf die anderen Sachen auszuprobieren und du merkst einfach, das ist für mich auch der Beweis, dass es halt im Endeffekt keine Codex-Leichen gibt bei Infinity, sondern dass halt wirklich jedes blöde Profil, egal wie scheiße das sein mag und in manchen Listen nicht funktioniert, trotzdem irgendwo sein funktionieren kann. Und das finde ich halt cool irgendwie. Das hat mir ein bisschen wieder die Augen geöffnet für so einfach auch mal nur den Tellerrand rausgucken beim Listenbau. It's not your list, it's you, ne? It's not your list, it's you. Genau.
Womit wir bei einem Thema wären, lieber Tino, möchtest du was dazu sagen? Ja, genau. Wir probieren deinen Random List Generator ja im Turnierrahmen. Jetzt dann am 20. April. Wir sind tatsächlich, ein Platz ist noch frei. Nur noch ein Platz. Und der Thomas ist auch dabei. Als unser Spezialgast. Genau. Genau, als Spezial. Du bist ja auch so ein Säckler. Also ich schreibe dir noch auf dem, wollte ich eh schon die ganze Zeit sagen, ich schreibe dir noch auf dem, übers O12, du bist eingeladen, 10 Sekunden später hast du das Geld überwiesen, du Dödel. will ja gleich den Platz festmachen, da war ja Voranmeldung mal sofort zu. Ja, ja, klar, genau. Aber das Einladen war schon gesamt. War schon als Einladung gedacht, junger Mann. Ja, das ist. Ohne dich wäre dieses Turnier ja gar nicht möglich. Von daher, da überlegen wir uns noch was Schönes. Da bin ich mal sehr gespannt. Also da überlegt sich der Tino was Schönes. Das ist ja sein Turnier. Ja. Genau. Aber dann, Bockfotzen ins Gesicht. Und da bin ich echt mal gespannt, weil unser Interplanetario-Fahrer, der Worst Case, kommt ja auch. Da bin ich ja mal gespannt. Kann der ohne Intruder spielen, ist die Frage. Das fragt sich jeder No Man's Spiel und es geht. Da bin ich mal gespannt, was er da so rausholt aus den Listen schicken. Mhm. Genau. Die musst du ja nochmal schicken, hast du gemeint, dass. Ja, ja, ich wollte es ja erst. Der Punkt war, ich hatte es erst gedacht, ich schicke sie gleich bei der Anmeldung, weil wir haben ein, zwei Leute gehört, die kommen wollten, so, oh, ich habe gar nicht so viele Minis und ich würde mir dann die noch kaufen und so und auch Anfänger und so. Und ja, und dann war halt das Problem, dass halt mit jedem Update, dann kam dann ein Update irgendwann mal zwischendrin von CB im Army Builder und dann waren plötzlich zwei Listen nicht mehr legal, weil die Codes sich da geändert hatten. Mhm. Und dann war die Liste halt plötzlich, hat die nicht mehr gepasst. Weil die da halt irgendwas geändert haben, was weiß ich, keine Ahnung, was da passiert ist. Und deshalb werden wir jetzt zwei Wochen vor dem Turnier die Listen einfach, kriegt jeder seine drei Listen und darf sich dann da zwei raussuchen und die dann spielen. Also ich will ja den Hardcore-Modus, ich will die erst am Abend davor. Ja, der Tobi, der jetzt leider nicht kommen kann, weil ihm aufgefallen ist, dass er Geburtstag hat an dem Tag. Der wollte, dass ich ihm am Tag des Turniers sowohl Faction als auch Liste geben. Also, ja. Ja, also so wäre eigentlich auch der richtige Umgang damit. So, geh da hin und hier ist deine Liste, such dir eine aus, spiel damit. Ja, genau. Und ja. Wir machen es ja zwei Wochen vorher und wie gesagt, zum Glück, Proxen ist ja völlig turnierlegal, deshalb ist es ja völlig entspannt. Ja. Alles. Gibt's noch Plätze? Dann ist gut, wenn es zwei Wochen vorher ist, dann versuche ich bis dahin auch noch die Daedalus Fall Update reinzukriegen, dass da auch jeder mit Ramadama Task Force rumfliegen kann. Oh, das wäre schön. Oder mit jetzt sind wir doch beim Daedalus. Oder mit Dashat Company. Sind wir doch bei Daedalus. Dashat Company, ja. Oder mit der Fremdenlegion, mit dem Aristea-Team, das Spielfeld stürmt. Dann hauen wir kurz was. Nein, warte mal, noch ganz kurz, Tino. Gibt's noch Plätze bei dir auf dem Turnier? Einen, also wer noch Lust hat auf spontan sein, beim Tino gibt es noch einen Platz. Hingehen. Es wird geil. In meinem Herzen viele Plätze für alle euch da draußen, aber auf dem Turnier nur noch einen. Jetzt sind wir doch bei Daedalus angefangen. Verdammte Scheiße. Ich bin echt gehypt, gell? Der scheiß Koni, Entschuldigung, wenn ich den so nenne, ist eigentlich ein netter Kerl, aber der hat halt wirklich nichts im Vorfeld rausgelassen für die Warcourse. Wir sind da in dem Forum drin gesessen, in dem Bereich, und dachten, sagt uns doch irgendwas, du Arsch. Da kam mit nichts raus. Und dann kriegst du jetzt im Prinzip wie jeder andere auch diese Videos vorgeklatscht. Und ohne Scheiß, ziemlich cooler Move. Also Daedalus wird finde ich, geil. Weiß nicht, wie es euch geht. Ja, ich finde es auch gut. Ich bin auch sehr, also, mich haben die drei Bücher alle gehypt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, so steigerungstechnisch. Jetzt, klar, Faction Technik ist jetzt für mich jetzt nicht so, jetzt außer mal die Dashat Company, obwohl ich da halt noch die ganzen Hackies einfach mir fehlen. Finde ich schon geil, aber es ist einfach, ich bin halt Fluff-Fan einfach, ja. Und ich finde es halt cool, was da so passiert. Und das mit den Toa, das hat, glaube ich, niemand erwartet, was die da machen. Aber es macht halt, je mehr man drüber nachdenkt, einen Sinn. Also, Thomas, betrifft dich das? Macht irgendwie Sinn. Das betrifft mich. Insofern, ich werde die Spiral Corps holen, weil ich habe Tor zu Hause rumstehen, aber eigentlich nie gespielt.
Und Ramadama Task Force gibt mir einfach ein paar Auswahlen in Vanilla Hack Islam. Werde ich wahrscheinlich nicht anfangen. Und halt Foreign Company kann ich schon spielen und Dashen Company kann ich auch spielen, weil ich mit Civil Army angefangen habe. Also ich habe jetzt gerade 4 Armeen hinzubekommen. Das ist natürlich schon fett. Das finde ich so geil an diesen NA2-Fraktionen. Ich finde, also mal abgesehen vom Flavor, den sie mitbringen, du spielst irgendeine Firma, die irgendwelche Söldner, finde ich schon mal super cool. Aber einfach dieses, ich habe mit dem Scheiß, den ich eh schon rumstehen habe, das ganze Zeug habe ich im Keller stehen, im Prinzip. Ich kann das einfach auspacken, kann loslegen. Das ist halt einfach, yay! Ich finde das super cool. Ja. Nee, ich finde es auch gut. Also ich finde die Idee dahinter finde ich echt cool, dass es halt Leute anspricht, die halt 2, 3 Factions halt zu Hause haben und die halt einfach mal wild mischen können und dann mal irgendwas machen können. Das finde ich schon cool. Also, muss ich auch sagen. Aber wir gehen hier nicht ins Detail, weil ich bin mir sicher, dass Sven, der Commoner One und die Jungs vom Infoflux, der Patrick und der Jan, die werden da mit Sicherheit ganz detailliert in diese Listen und in ihre Auswahlmöglichkeiten, in die Einheitenprofile einsteigen und das alles erklären. Das können wir uns hier schenken. Ich glaube, wir hypen das einfach mal nur. Ah ja, okay. Ist, glaube ich, also aus meiner Sicht dieses Jahr das absolute Release schlechthin, weil das so ziemlich jede Fraktion betrifft, die ich spiele. Und ich finde es einfach super cool. Richtig, richtig cool. Vor allem muss ich jetzt nicht so billig wieder taugenichts hier Toha mit 4 Triaden spielen, immer in der gleichen Variante, sondern ich kann endlich mal was variieren. So, Tino, was ist da los? Entschuldigung, meine Ehefrau ist gerade nach Hause gekommen. Ich dachte, du hättest sturmfrei heute. Heute an einem Sonntagabend. Ja, die, jetzt grad, die war bei einer Provin-Party. An einem Sonntagabend bei einer Probenparty. Aha. Provin, nein. Provin ist ein Putzmittel. Das ist die Tupper-Party Deluxe. Also, okay. Hat mir jetzt gerade begeistert erzählt, dass sie mir jetzt auch eine machen darf. Also grundsätzlich schon mal gut, wenn deine Frau auf eine Party geht für Putzmittel. Und sie hat mir gerade eröffnet, laut dem Pullvertreter ist der neueste Shit Männer. Ich wollte schon immer ein Pissoir bei uns zu Hause installieren. Ich finde das einfach super. Das schafft ihr einen kleinen Jungen an, so wie ich. Da hast du automatisch eins, weil ich nichts habe. Okay. Wir schweifen okay. Ab mal wieder. Ja. Haben wir noch was? Aber ganz ehrlich, ich bin viel zu heiß. Also jetzt haben wir über Daedalus geredet und wir freuen uns drauf. Ich würde sagen, wir kommen mal echt zu dem Shit, der mir da in den Regeln genau. Brennt. Wir haben 2019 und letztes Jahr haben wir es schon so ein bisschen angekündigt, bei der letzten Show, dass wir ja mit dem Henning, glaube ich, letztes Jahr um die Zeit auch schon mal so eine kleine, wie nennt sich das, Übersicht gemacht haben über das, was T3 hergibt. Und wir haben den Thomas heute eingeladen, weil der mich mit meiner T3 händischen Auswertung natürlich wieder mal total stehen lässt. Informatiker halt. Ich fange trotzdem mit meinem Zeug an, weil ich habe es gemacht, ich will das zeigen. Ich bin einfach mal das T3 durchgegangen, jetzt die letzten Jahre, habe einfach mal alles angeschaut, was es da so gibt für Infinity und habe die Turniere mal zusammengetragen und so ein bisschen ausgewertet. Das seht ihr hier in so einer wunderbaren Excel-Tabelle. 2011 bis 2018 und dann in so wunderbaren Farben habe ich einfach 10er-Schritte reingemacht. Das ist jetzt völlig arbiträr gewesen, weil 10er-Schritte, das macht irgendwie Sinn. Und bis 2017. Rosa musstest du nehmen, oder? Ja, rosa ist, das sind einfach nur, damit man es besser erkennt. Und so ein bisschen eine Tendenz, die man gesehen hat, war ja schon im letzten Jahr, dass die Dinger hier im Schnitt, ich weiß nicht, ob man den meinem Mauszeiger sieht, aber hier der Schnitt, dieses Orangene von 7,4, sind wir jetzt zwischenzeitlich im 2017 gelandet bei 12,5 und jetzt eigentlich schon echt ein harter Sprung auf fast 15 Spieler pro, also Anmeldungen pro Turnier, also nicht Anmeldungen. Spieler pro Turnier. Wir hatten 70 Turniere im Vergleich zu 50 letztes Jahr, vorletztes Jahr. Da ist echt 2018 schon richtig, richtig, richtig was passiert. Krass, also wir haben jetzt fast wirklich 30% mehr Spiele, mehr Turniere. Wenn man sich auch anschaut, dass es seit 2015 eigentlich kaum gestiegen ist, so von 44 auf 50 und dann halt so ein riesen Jump mit 20 gleich. Ja, also 2018 war, glaube ich, echt ein Jahr für die deutsche Szene, da ist richtig krass was passiert. Auch wenn man hier unten jetzt schaut, unterhalb vom Schnitt hier, die Größen vom Turnier, also ich meine, die 30 haben wir 2017 mal geknackt gehabt, und das hatten wir 2018 schon dreimal, das waren wir hier einmal in Stuttgart, dann waren wir auf der DM und
das Turnier bei den das GWT bei den Jungs im Ruhrpott in Recklinghausen, ja, war auch drüber. Mhm. Und vor allem also 10 bis 19 von 25 auf 14, ja, also da hat sich das Achterturnier, was man früher normalerweise hatte, wir spielen jetzt eher schon mit 16 Leuten. 16 ja, bis 18 ja. Leuten. Das ist schon, finde ich, glaube ich, da haben wir was erreicht im Lauf 2018. Auch mit, ich denke, da wird die Initiative GWT, was damit dazu beigetragen haben, auch die Arbeit von den Walkers in den jeweiligen Szenen wird da sicherlich ihren Einfluss gehabt haben, gerade was Köln oder auch in Hannover passiert. Oder auch bei euch unten, da Augsburg, München. Goni. Genau. Da ist ja überall frischer Wind drin. Und das sagt meine Statistik jetzt aus. Wir sind besser geworden. Vom aktuellen Gefühl her lässt 2019 so ein bisschen nach. Aber da kommen wir vielleicht am Ende nochmal drauf. Wir wollen ja erstmal zurück in die Vergangenheit schauen. Jetzt habe ich mir hier diese ganze Mühe gemacht und war voll stolz auf meine Excel-Tabelle und dann kam Thomas. Dann kam Thomas. Leck mich am Arsch. Ich blende es mal aus. Moment, oh. Also, oh, da gibt's wieder. Genau, das und ich habe ein Musikvideo gemacht. Schöne Tattoos, junger Mann. Also für den Fall, jetzt, dass ihr die Musik... Habe ich jetzt halt übermalt, die sieht man im Moment nicht. Nur für den Fall, dass ihr die Musik gut findet, im Hintergrund, das ist die Mucke dazu. Ich zeige euch einfach mal, was der Thomas hier gebastelt hat. Sagt doch einfach mal was dazu. Und schickt mich mal rum, was ich hier klicken soll. So, wir sind jetzt hier auf der ersten Seite, ne? Das ist der OTM Analyzer. Ja. Und erzähl mal, woher du das hast. Das ist für dich eigentlich auch schon der Hammer. Ich lade es einfach gerade nochmal neu. Lade einfach mal kurz neu, genau. Moment. Kleiner Spoiler dazu. Kann ich Spoiler mal erzählen? Hack mich hier mal rein. Genau, hack dich nochmal. Ich kann es dazu erzählen. Ich habe ja für mein Tournament-Tool, Tournament Helper, ein paar Funktionen eingebaut, für die es halt OTM braucht. Also, dass man sich direkt Events vom OTM runterladen kann. Ein absoluter Luxus. Vielleicht Spieler aufgedingt kriegt. Inzwischen, beim nächsten Release, habe ich es jetzt halt auch drin, dass man gleich den Elo-Rank noch mitkriegt. Dann kann man sie gleich nach Elo paaren. Dann muss man es nicht mehr selber machen oder so ein Spaß. Oder random. Und da ist mir halt aufgefallen, dass man eigentlich aus dem OTM schön über eine Schnittstelle eigentlich sehr viele Daten rausziehen kann. Und als alter Informatiker und Data Analyst habe ich mir halt gedacht, was macht man am besten, wenn man Daten hat? Man analysiert sie und habe mir halt eine kleine Analyse-App gemacht mit den OTM-Daten. Die habe ich mir halt einmal als Batch irgendwann in der Nacht- und Nebel-Aktion runtergeladen. Tino, magst du, wie er tief stapelt? Eine kleine Analyse-App so in der Nacht- und Nebel-Aktion. Ja. Jungs, also mal an alle da draußen. Also das, was jetzt kommt, das ist wirklich der Wahnsinn, ja. CB ist nackig. Also ohne Witz, das Ding zieht dir echt die Hosen aus. Das ist der Wahnsinn. Also es sind theoretisch alle Daten. Wenn ihr auf OTM geht, kriegt man ja, kann man ein Turnier suchen, kann man aufmachen und kriegt ja eigentlich alles. Man kriegt die Teilnehmer, wann es stattfindet, welche Mission gespielt wird und sowas. Und alles, was ich gemacht habe, ist sozusagen, ich habe mir einmal die Daten runtergezogen, einfach über diese Schnittstelle. Anstatt, dass ich mir alle einzeln durchklicke und sie halt händisch eintrage, macht man es halt automatisiert, wie es sich gehört. Und... okay. Und habe sie halt schön in der Auswertung reingeschmissen. Was man hier sieht, ist sozusagen das Analyse-Tool, mit dem ich das mache, mit dem arbeite ich auch in meinem Job. Und da sind jetzt halt, wenn man mal oben links schaut, also oben man in der Rätsel, wenn man oben Maus links schaut, wir haben jetzt halt Daten von 1930 Events aus dem OTM. Weltweit? Weltweit, die sozusagen als Turniere gekennzeichnet werden, also keine Crooks und keine Demo-Tage und sowas, sondern wirklich Turniere, Leagues und One-Shots. Machen wir doch einfach mal, weil du mir das vorher so schön gezeigt hast, einfach mal nur die Turniere. Weltweit hatten wir 931 Events, die als Turnier gekennzeichnet waren. Genau, wenn man sich anschaut mit... ab dem Februar 2018 wird das gezählt, weil davor hat CB die Unterscheidung noch nicht gehabt, was ein Turnier ist und was eine League und sowas, sondern da war es alles in einen Topf zusammengeschmissen. Ja. Genau, sieht man,
das, dann kann man oben sehen, okay, auf diesen Turnieren haben jetzt 10.000 Leute, insgesamt 11.000 Leute fast teilgenommen. Also 11.000 Spieler insgesamt auf 39 Spieler Events. Insgesamt und 3.700 unterschiedliche Leute. Also im Durchschnitt hat jeder Spieler an 2 bis 3 Events teilgenommen. Ja. Events haben durchschnittlich 12 Teilnehmer und dauern 3,18 Runden. Also dieses 3-Runden-Turnier ist immer noch das Dominierende. Was natürlich erklärt... Also ein Tagesturnier sozusagen. Wenn ich den Filter jetzt wieder rausmache, wie das auch immer das geht... Moment, hier oben. Ja, muss wieder rum. Genau. Dann sieht man natürlich hier, die durchschnittliche Runde geht ein bisschen runter, weil da natürlich alle diese One-Shots und die Leagues sind. Aber die Ligen ziehen das natürlich auch ein bisschen runter, aber man sieht schon, also da geht schon wirklich was. Das Schöne an dem Tool ist, weil ich es einfach kurz vergleichen möchte mit dem, was wir rausgefunden haben, wenn man jetzt hier auf Deutschland klickt, sieht man, was insgesamt in Deutschland ging. Ich habe jetzt hier auf die Karte geklickt. 193 Events mit 2.400 Teilnehmern und dann klicke ich einfach mal auf Turnier. Das müsste jetzt eigentlich so in etwa unsere Zahl sein. Turnier zählt erst ab Januar. Sprich, wir kommen mit 66 Turniere ziemlich nah an das, was T3 uns gegeben hat. Wir waren ja dabei 70. Genau. Also T3... Uns eigentlich ziemlich häufig T3 und OTM zusammen verwendet wird. Genau. Also es wird selten nur was in T3 gemacht und es wird selten nur was in OTM gemacht. Genau, also in Deutschland haben wir ganz klar, wer nicht auf T3 geht, ist ein Loser. Hallo Berlin. Ich beef mal ein bisschen hoch. Nein, heißt nur, wir sind in Deutschland als Meta schon sehr T3-affin. Das muss man so. Ja, ja. Okay. Bietet ja auch gute Tools, um ein Turnier zu verwalten, muss absolut man ja sagen. Also T3 finde ich schon steil. Was man da zuvor halt auch hat, wir haben jetzt hier 15,12 Teilnehmer im Durchschnitt. Ja. Moment, ich kann es mal gerade nochmal, ich fahre das gerade nochmal hoch. Wie viel hatten wir hier im 12,5 habe ich jetzt hier an? Ne, 14,9 ja, angegeben. 2018 ist interessant, 14,9. Genau. Wir sind sehr nah dran, ja. Tatsache. Super, genau. Cool. Wichtig ist, das sind sozusagen die öffentlichen Daten von OTM. Das heißt, alle Events, die als private gekennzeichnet sind, sind da nicht enthalten, weil die Daten darf man nicht abgreifen, kann man nicht abgreifen. Ja. Ich habe es mal mit dieser ITS-Statistik von, die sie jetzt für ITS 10 rausgelassen hatten, da mit den 3 ersten Monaten verglichen. Es fehlen mir halt sozusagen, die hatten dann nur 394 Events drin gehabt. Ich habe jetzt für diesen Zeitraum 320 Events oder sowas. Also da fehlen so 60, die Daten von 60, 70 Events ungefähr. Okay, das ist ja relativ wenig im Vergleich. Gut. Schauen wir uns mal an, wir in Deutschland, wir spielen, ich greife dir einfach jetzt mal vor, lieber Thomas. Hier unten sieht die Specials, die gewählt wurden, ne? Wir sind ganz schön konservativ in Deutschland. Ja, passt. Wir spielen mit zu 3/4 spielen wir ohne irgendwelche Extras. Genau. Also fast 75%. Ja. Die Statistik ist ein bisschen, muss man ein bisschen aufpassen, weil es gibt ja auch Events, wo man sozusagen Soldiers of Fortune und Limited Insertion spielt oder halt Extras mixt. Genau. Die kann man nur schwer auseinanderziehen. Ja, also es ist wahrscheinlich sind wir sogar höher, noch ein bisschen höherer Anteil an Events, wo nichts, wo kein Special dabei ist, aber das ist ja wahrscheinlich nur so 1-2 Prozentpunkte mehr, wenn es nimmt. Ja, das ist auf jeden Fall, also wir sind da typisch deutsch, wir sind da sehr, sehr konservativ. Du hattest mir vorher was gezeigt, einfach im Vergleich, um das mal dazu zu packen. Nehmen wir doch mal Spanien, und zwar nur die Turniere. Und dann fällt uns da schon ein gewaltiger Unterschied auf, wie das die Spanier angehen. Ja. Deswegen vielleicht auch unterschiedliche Wahrnehmung von Metas, Lokalen oder von was gut und was schlecht ist, wenn es da halt, keine Ahnung, ungefähr ein Viertel der Spiele Limited Insertion sind oder Soldier of Fortune, macht natürlich ganz andere Wahrnehmung beim Listenbau oder ähnlichem. Ich glaube, man darf wenn wir immer über Corvus Belli schimpfen, von wegen, ja, boah, das kann man doch nicht spielen, was die da rausbringen, ihre neuen Listen. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, dass die Corvus Belli-Leute mit Sicherheit ihre Infos zu einem nicht unerheblichen Maß aus der spanischen Meta ziehen. Einfach aufgrund der Sprache. Und wenn man sich das hier anschaut, erklärt das vielleicht durchaus, warum so Sachen wie Imperial Army, wo wir sagen, boah, das ist zwar nett, aber nicht vielleicht kompetitiv,
Das ist in Spanien sieht das wahrscheinlich, wenn Invincible du Army Invincible, du? Mein Gott, meine Fresse, immer der gleiche Scheiß. Ich, das blöde 40k kriegst du nicht aus deinem Kopf raus. wenn die halt 25, also hier jetzt laut der Statistik, wenn es 25% sind, können das wird vielleicht ein bisschen weniger sein, aber wenn die nur 40% spielen ohne irgendwelche Extras, dann ist natürlich sowas wie Invincible Army sicherlich etwas konkurrenzfähiger als es in einem deutschen Meta, wo Limited Insertion eigentlich nur auf Sven Finke beschränkt ist. Ja. Und wenn man und sich auch anschaut, ihre Eventgröße ist ja auch jetzt hat 50%, 11 bis 20 Leute, ist glaube ich recht ähnlich zu der von uns. Guck mal gerade mal, klicke ich mal zurück. Also ihr seht schon, dieses Tool bietet diesbezüglich einfach Hintergrundinfos erstmal auf der ersten Seite. Wir spielen, ja, ist ähnlich zu uns. Turniere, du musst noch Turniere. Also Turniere, genau. Ja, ändert sich nicht viel, ist ähnlich. Genau, ist ähnlich. Also, vor, also das zeigt sozusagen, die Eventgröße ist ungefähr ist ähnlich. Wir haben ein paar mehr große Events als sie. Sie hatten da nur, ich habe das bei mir selber offen, nur 6 Stück, 3,6%. Wir haben da ja schon einen ordentlichen Batzen mehr. Das zeigt einfach, wie sozusagen die Wahrnehmung ist, auch bei so kleinen Events. Und man kann sich zum Beispiel auch anschauen, in Spanien, was sie gerne für Missionen spielen, das könnte man zum Beispiel also, auch. Sorry, habe ich jetzt, ich war schon einen Schritt weiter, ich gehe nochmal auf Spanien, hier unten, genau, hier sieht man die gespielten Missionen. Am besten nimm einfach Turnier. Mal Turniere und bestätigst die Auswahl, dass das auch drin bleibt. Das genau, so. Genau. Und dann sieht man Hunting Party ist da und Highly Classified Annihilation. Genau, das sind ihre Top 3 Missionen, wenn es dir jetzt mal auf. Hunting Party, Annihilation und. Highly Classified. Also die drei Oberkotzen Missionen. Ja, die beschissensten Missionen überhaupt spielen die ganze Zeit. Und so schöne Dinge wie zum Beispiel Tic-Tac-Toe oder The Grid sind da ganz hinten irgendwo mit 6 und 7 mal gewählt. Also. Sind die zu faul, so viel Marker auf den Tisch zu stellen? Oder? Welches ist diese Mission? Nicht Rescue, sondern die andere, die Capture, nicht welche meinst du? Die mit den Capture. Ne, wo du die, den Kerl suchen, den Kerl suchen musst. Unmasking. Ist es Unmasking? Ist bei denen mit 25 mal gewählt. Genau. Das würde mich jetzt interessieren, weil das ist ja bei uns eigentlich so gefühlt die. Ja, ja, das kannst du mal. Turniermission. Nee, du musst nicht immer zurückgehen, du kannst auch einfach oben in der Selektion. Stimmt, da war was. Ich gehe trotzdem mal rein. Unmasking ist bei uns ähnlich häufig gespielt. Ja, Turnier, immer Turnier. Ja. Unmasking ist bei uns. Da ist Unmasking top. Unmasking, Highly Classified Supplies, Safe Area und Frostbite. Bei uns ist Annihilation ist bei uns. Wo ist denn Annihilation bei uns? Hier mit 9 Mal. Letzte, oder? Nee. Hier in dem irgendwo so oberes Mittelfeld. Ja, oberes ja. Drittel. Achtes oder neunte. Ja. Hunting Party ist mit 1 drüber. Also auch da, wir spielen andere Missionen bei uns. Ganz klar, also das Meta hat einen riesen Unterschied. Ich check jetzt mal kurz, wie das in den USA ist. Das ist ja mit Abstand der größte Markt, ne? Wo ist denn das? UA. Ja, ich glaube schon. Oder? Ist USA. Nee, das ist was UA, ist Ukraine. Genau, oh, US. US. Weil ich glaube, das ist so der Markt, der ja tatsächlich alles entscheidet, was, also vieles entscheidet von dem, was passiert. Und man sieht hier, die sind Turniere ähnlich wie wir, ne? Ja. Die sind viele kleinere Events im Verhältnis, aber von der Aufteilung her sind sie auch ein bisschen wie wir. Und die spielen auch nicht die spanischen Missionen. Die spielen Firefight, Acquisition und Unmasking. Na? No. Hunting Party kommt bei denen auf der 5, also ist beliebter als bei uns. Ja. Dafür haben sie Frostbite ziemlich weit hinten im Vergleich zu uns. Ja, eigentlich auch eine coole Mission. Also, man sieht schon, die Metas, die funktionieren wirklich schon auch offensichtlich von der Missionsauswahl bei den Turnieren ein bisschen anders, als wir, als... Ja. Also, viele von denen, glaube ich, sind auch so Ideen, die wir... Den Dings? In Amiland mit den Mods, also Soldier of Fortune, so... Die sind so ein bisschen wie wir, ich denke, wenn man so die Mods zu 70% ist komplett ohne.
Genau. Das ist mehr als bei uns. Nee, wir sind bei 74 gewesen oder sowas. Genau, ah, wir haben ein bisschen höher. Ja, aber dafür haben sie halt einen viel höheren anderen Limited Insertion. Ja. Mhm. Ja, ja. Oh. Aber ist jetzt halt auch. Aber da sind sie auf jeden Fall eher bei uns als bei den Spaniern. Das kann man vielleicht auch mal festhalten. Ja. Also das guck mal nach Polen. Was hast du denn? Polen ist ganz interessant, da gibt es nur zwei Turniere. PL. Zwei Turniere jetzt im Moment. Nein. Polen gibt es nur zwei Turniere. Ich meine, die haben sich ja beklagt darüber, dass in Polen keiner mehr. Oder hat. Ja, nicht nur zwei, acht, okay. Ja, aber die Jungs haben sich ja aus Polen beklagt, dass ITS so scheiße ist und dass man deswegen in Polen quasi so gut wie nichts mehr spielt, was ITS angeht. Ja, aber es ist tatsächlich jeden Monat nur ein Turnier, ne? Außer im November. Genau. Und jedes Turnier hat ein Special. Ernsthaft? Ja, kein Witz. Oder sie tragen sie halt also nicht wir ein. Haben halt, wir haben einfach keinen Bock, oder? Also die tragen es halt nicht ein. Oder tragen es nicht ein, ja. Also Polen. Ich meine jetzt nicht Bock auf Turniere oder sowas, sondern auf das, was gerade, was halt CB macht. Mhm. Mhm. Liest man ja eigentlich auch da raus, oder? Also so ein bisschen. Auch die Statistik gibt es so ein bisschen her, die Diskussionen, die wir im Rahmen dieses Walker FAQs hatten und alles, was da im Vorfeld und im Nachfeld besprochen wurde. In Polen scheint es bezüglich ITS eine etwas kritischere Haltung zu geben. Oder wie siehst du das, Thomas? Du bist der Statistikexperte, also, oder? Das kann man doch so interpretieren. Genau, oder? Also einfach mal im Vorfeld, weil Polen ist ja eigentlich ein sehr starkes Tabletop-Land, wenn man andere Systeme anguckt. Voll. Also, übel, voll. Also das, da, die Jungs gehen ja, was Warhammer angeht, zum Beispiel richtig, also 40k angeht, da gehen sie richtig ab. Ja, oder das ist... Oder AOS oder so. Genau, und das ist, glaube ich, da wird halt nicht das offizielle, die haben ja ihr eigenes, das Aeronaut. Mhm, ja. Glaube ich. Genau. Und die werden es halt wahrscheinlich darüber organisieren, hauptsächlich. Und da sie darin ja auch einen Ranking- und einen Matchmaking-Algorithmus drin haben, brauchen sie das OTM halt gar nicht. Weil das ist eigentlich der Hauptgrund, warum du das OTM hernimmst, damit du das Matchmaking hinkriegst, ohne so Probleme. Ja. Also ich nehme das OTM nur, damit meine Turniere offiziell gehackt kriegen. Also ich mache das ja nur, damit ich Punkte kriege. Aber das ist jetzt so das... dadurch, dass ich nie Warcore werde, solange du noch lebst... Du, das ist... Vielleicht war ich da gibt schon Pläne. Ja, da hinten sehe ich schon die Axt. da sage ich vielleicht am Ende noch was dazu. Also also ich werde immer noch Warcore bleiben, aber... mal am Ende. Also auf jeden Fall diese erste Seite, finde ich, ist schon mal so ein richtig... Was man alles da rausholen kann, ist fantastisch, oder? Das ist unglaublich. Und du so ein paar Klicks... Ich möchte es nochmal erwähnen, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das sind öffentliche Daten. Richtig? Genau. Jeder, der im OTM ist, sieht eigentlich genau das. Genau. Nur er braucht halt nur theoretisch halt, irgendwas, um die Daten sich halt zu holen. Ah, oh, fantastisch. Ja. Also entweder hackt sie händisch irgendwo rein, kopiert sie es irgendwie raus oder automatisiert es irgendwie. Das ist schon geil. Das ist absolut cool. Okay, also wir haben... Aber es wird noch besser. Es wird noch besser. Das ist jetzt aktuell nur im Prinzip so eine Übersicht, was international geht. Ich klicke jetzt hier oben einfach mal auf den Button Nächstes Arbeitsblatt, denn der gläserne Infinity-Spieler gibt noch viel mehr Informationen preis. Ja, yeah. Ja. Yeah. So, was haben wir hier, Thomas? Genau, das ist jetzt... ist auf Persistence, okay. Das ist jetzt mal die Fraktionsauswertung. Genau, wenn man sich's anschaut, oben wieder ein paar so KPIs, also so Kennzahlen. Durchschnittlich wird jede Fraktion von 306 Leuten gespielt. Okay. Das Top-Rank, da komme ich gleich noch dazu. Durchschnittlich macht jede Fraktion 3,51 Tournament Points in einem Turnier. 11,6 Objective Points und 383 Victory Points. So, jetzt kann man sich also schon mal selber, wenn man seinen Tournament Sheet am Ende anguckt, mal so einordnen, war das jetzt unterdurchschnittlich meine Performance oder nicht? Mit 3,5. Wichtig ist, ja? Nochmal kurz, wichtig ist hier sind, da ja nicht jeder Spieler seine Fraktion angibt, in jedem Turnier. Mhm. Fehlen da natürlich einige Einträge von Platzierungen und sowas, die irgendeiner Fraktion zugewiesen werden können.
Ja. Gut, wir können nur mit den Daten arbeiten, die wir haben. Genau. Okay. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, ich weiß jetzt, erster Rang, irgendjemand hat irgendwann mal mit Military Orders ersten Platz gemacht, ist nicht hundertprozentig sicher, dass das hier drin ist, weil er, falls er die Listen, also falls er nicht seine Fraktion angegeben hat in OTM, ist es hier nicht drin. Also wenn einer jetzt 60 Turniere gespielt hat, immer mit MO und immer Erster wurde, dann würde das natürlich die Statistik massiv verändern. Ich glaube, da können wir davon ausgehen, dass das nicht der Fall ist. Genau. Also aber es gibt ja immer... Sven, trag deine verdammten Ergebnisse ein. Genau, aber da man sagen kann, ab irgendeiner Masse an Informationen kann man davon ausgehen, dass man ein statistisches Bild, gute statistische Werte rauskriegen kann, kann man es auf jeden Fall fantastisch hier sagen, weil wir haben hier im Moment die Anzahl der Teilnehmer pro Fraktion, aufgeschlüsselt nach Sectorials, wenn man will. Man sieht natürlich hier die neuen Varuna und den Minzel Army sind natürlich gerade noch ein bisschen hinten dran, weil die sind gerade erst ein paar Monate draußen. Es werden aktuell man sieht auch gleich, warum Merowinger eingestampft wurde. Spielt halt, also ich meine, das wurde jetzt in ITS 9 und ITS 10 gab es 108 Leute, die mit Merowinger gespielt haben. Was ich immer noch eine beeindruckend hohe Zahl finde eigentlich für das weltweit in allen Turnieren, in allen Leagues und in allen One-Shots. Ja, trotzdem, überleg mal, wie also, unkompetitiv diese Fraktion ist auf den ersten Blick. Also, da sind schon so ein paar Liebhaber dabei, die das gnadenlos weiter betreiben mit den Ayaten. Und entweder man wird eingestampft oder man hat es wie Shadvasti, die ungefähr dieselbe Verteilung haben, die kriegen halt ihr Reboot. Ja, aber die sind ja als Fraktion mit ihrem gewissen Flair sicherlich etwas, wo man sagen könnte, dass das lohnt sich weiter zu betreiben. Ist halt auch flufftechnisch einfach. Und die bieten, glaube ich, die bieten auch mehr Potenzial als jetzt die Franzosen. Ja, und man hat halt auch bei mehr den Potenzial, um neue Spielerschaften zu rekrutieren oder Leute dazu zu verleiten. Oh, hier Aliens und so. Also, ach, da kommen die Froschplatten. Entschuldigung. Okay. Da habe ich jetzt halt Typen, die mit Baguettes schießen oder so. Keine Ahnung. Genau. Und man hat halt auch bei. Das Potenzial ist einfach mehr gegeben. Also, weißt du, bei den Franzosen, was willst du denn da? Was willst du denn da jetzt groß eine neue. Guck mal, stell dir mal vor, du müsstest jetzt eine Army-Box machen. Als Franzosen. Designer, als Mini-Designer für die Franzosen. Ja, dann hast du Barrets in verschiedenen Arten und ja, keine Ahnung. Ja, immer so ganz blöd gesagt, ja. So, also, ihr unterhaltet euch jetzt mal bitte noch ganz kurz über diesen Screen, weil ich bin in einer Sekunde wieder da, ja? Moment. Okay. Ja. Auch zum Thema Franzosen, warum auch, ist halt klar, sie haben jetzt Tartare bekommen. Ja. Die einfach sozusagen denselben Armeekern haben als Armee-Prinzip oder als Fluff-Hintergrund, so ein bisschen die schnellere Eingreiftruppe. Und halt, um die SKU-Anzahl zu reduzieren. Merowinger performt schlecht, wird nicht so viel gespielt. Du müsstest es genau wie Shastwasti komplett neu aufsetzen. Ja. Zusätzlich zu Tartari, also stampft man es lieber ein. Ja. Also was wahrscheinlich auch bei Shock Army ähnlich war, die hat ja auch von den Pan-O-Sectorials, wenn man sich anschaut, als Sectorial am schlechtesten performt, was halt dazu geführt hat, okay, die haben eine ähnliche Struktur und ein ähnliches sozusagen Feeling wie Varuna, also nehmen wir am ersten Shock Army raus, wenn wir Varuna einführen. Ja, genau. Also, auch ganz aus unternehmerischer Sicht einfach auch mehr, und auch aus meiner Sicht, nicht nur aus unternehmerischer Sicht, sondern einfach auch aus designtechnischer Sicht, ja, macht es einfach auch mehr Sinn, ja. Also, Acontecimento, wow, ich habe es richtig ausgesprochen. da hast du halt, das bietet alleine schon, wenn ich mir schon den Namen höre, ja, das bietet vom Namen her schon weniger Designpotenzial, wenn ich mir nur den Namen vergleichen mit Varuna, ja, Snake Eaters. Ja. Wenn ich die beiden Namen nebeneinander stelle, da fallen mir für Varuna tausendmal mehr Ideen ein für Sachen, was da reinpassen würde, ja, als für diese Shock Army. Mag jetzt vielleicht nur persönlich sein, ja. Oder Shastwasti, die Franzosen. Ja. Das war jetzt gerade ein Winke-Winke an Henning. Der wollte noch meine Katze sehen. Ach so, okay.
Genau. Und was einem halt auch mehr Designoptionen und du hast mehr Potenzial, um einfach auch andere Sachen zu machen, finde ich jetzt gerade. Also jetzt mal gerade im harten Vergleich zwischen Schwarzwasti und Franzosen. Also rein von der Statistik her performen die beide ja gleich und werden gleich häufig, also ähnlich häufig gespielt. Ja. Nur der Hype halt um die Schwarzwasti ist halt einfach größer. Und Schwarzwasti hypt mich viel mehr. Das ist der Grund. Das ist der Grund. Also ich finde, diesen, ich war bei den Franzosen ein bisschen, ja, nicht enttäuscht, aber so, ja, bye bye, Schatzis, ihr bringt es eh nicht. Aber auf Schwarzwasti freue ich mich richtig. Ja, das ist deine Das ist meine geheime Lieblingsfraktion. Franzose. Auch wenn ich eigentlich Yujing spiele, ist Schwarzwasti so in my heart. In hier so. Okay. Ja, die Franzosen sind ein großer Shame. Ah, die Franzosen, also, oh, scheiße, ohne Witz. Damit habe ich sämtlichen Nimbus, den ich mir als Warcomer aufgebaut habe, mit diesen Franzosen in der EL total verloren. So oft. Ja, vor allem, du warst halt so eine Pussy. Ohne Witz, ich, so eine Pussy. Also, ja, nee, also, denkst du dir, du kriegst ja schon aus jeder Fraktion kriegst du irgendwas raus. Und dann denkst du das und, naja, hey, klar, 2 Jahre mehr Spielerfahrung und so, dann spielst du die. Fünfmal Brawling. Und dann kriegst du so auf. Das muss funktionieren. Ja, das funktioniert ja an sich auch. Aber es war so eine erbärmliche Vorstellung, die ich da abgeliefert habe. Also, da schäme ich mich heute noch für. Genau. Jämmerlich. Ja. Sollen wir weitermachen mit der Statistik? Genau. Sonst fühle ich mich noch schlechter. Ja. Noch ein paar Punkte. Also man sieht, Toa über ITS 9 und ITS 10 die meistgespielte Fraktion. Ja. Gefolgt von Nomads. Klar, als Einsteigerfraktion mit den Sektoren ist halt auch stark. Gefolgt eigentlich von Vanilla Aleph. Moment, ja, Vanilla. Genau. Und ein Ding, um einfach mal ein Meme zu bestätigen: Pan-O ist einfach ein Mistake, weil Pan-O ist die einzige Vanilla-Fraktion, die schlechter performt als jedes einzige, die weniger gespielt wird als jedes Sektorial. Ziemlich. Wir haben ja schon die ganze Zeit gehört, NCA ist der beste Sektorial bei... Also der meistgespielte Sektorial bei Ding, gefolgt von MO. Mhm. Und man merkt halt einfach, Vanilla Pan-O ist designtechnisch anscheinend und turniert designtechnisch nicht gut genug, dass es viel gespielt wird. Es wird einfach nicht gespielt auf Turnieren. Im Verhältnis zu seinen Sektorials. Kann man verstehen. Ja, spannend, ja. Ja, Pan-O was a mistake. Aber das, glaube ich, das weiß ja jeder. Genau. Okay. Genau, deswegen eben, dieses Pan-O ist ein Mistake, kann vielleicht auch ein bisschen daher rühren, genau. Wenn man jetzt noch... Ja, vielleicht, wenn man noch eins sieht, man sieht ganz klar hier, die Armeen, die als Starterpack rausgekommen sind oder in den Boxen, die scheinen schon sehr beliebt zu sein, wie zum Beispiel jetzt Onyx, ne? Also Onyx als Sektor bei Combine, meine, ist ein starker Sektor, aber der ist auch fast so stark wie der Vanilla-Sektor und die JSA mit ihrer eigenen Box, auch die profitiert, glaube ich, stark davon, dass die, einfach so ein Ding hinterher geschmissen gekriegt haben, wurde. Genau, und was man bei JSA auch bedenken, also bei der Secessionist Army auch bedenken muss, man hat ja auch die Japanese Sectorial Army noch bei Yujing, die an ITS 9 noch das halbe System rumgeflogen ist. Hat also theoretisch 655. Damit sind die eigentlich die meistgespielte Fraktion. Deswegen sind die eigentlich die meistgespielte Fraktion. Also dieses JSA auszulagern hat denen echt einen starken Boost gegeben. Aber das kam doch auch in dem Video von oder in dieser Statistik von CB, dass die Japaner die meisten gespielte Faction waren. Das war doch da auch drin. Genau, das könnten wir jetzt nochmal schauen, wenn du, Michael, wenn du kurz oben auf Auswahl gehst. Ja. Oben rechts. Na, Moment, Analyse, Auswahl, ja. Genau. Und da ein bisschen unten nach rechts scrollst. Moment. Nur ein bisschen. Faction da Army. Müsste ITS Season, dann nimmst du mal ITS Season 10, dann können wir mal die Daten auf ITS Season 10 einschränken. Dieses Tool. Das ist der Wahnsinn. So asozial. So, okay. Und dann wieder rechts oben wieder Auswahl schließen. Genau. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Genau, jetzt können wir uns nämlich mal anschauen, wie das sich so. Ja, aber das sieht so ganz anders aus als vorher. Ohne Scheiß. Genau, jetzt haben wir nämlich nur die ITS 10 Daten und da ist natürlich Third Offensive recht lange drin. Da sieht man sofort, okay. Die neuen Sektorials werden sehr stark angenommen. Ja. Also Tartary ist die Tartary direkt nach Japanern jetzt hat. Also Japaner, Tartary und dann hier Tunguska. Vanilla Nomads. Toa wieder.
Ja, aber von den neuen jetzt. Ja, genau, von den neuen. DSA-Ding. Und Tunguska. Tunguska, gibt's noch was Neues? Onyx ist verhältnismäßig neu. OSS, ja. Auch sehr stark angenommen. Man sieht Invincible und Varuna gleichzeitig rausgekommen, gleichzeitig gleich häufig gespielt. Und jetzt wirken natürlich auch so Sachen wie auch die beiden Ikari und Starcore hier wirken natürlich jetzt im Verhältnis 62 Mal im Vergleich zu Aleph 122 Mal schon deutlich stärker. Also es scheint ja schon eine Tendenz zu geben, dass wenn CB was Neues bringt, die Leute springen drauf an. Genau. Die wollen, die Leute nehmen das und spielen damit. Genau, und man sieht auch jetzt zum Beispiel ist Military Orders jetzt bei Pano meist gespielt und zwar mit Abstand. Also nach dem Update einfach, ja. Ja, auch. Nicht nur nach dem Update. Mit der Army Box und. Mit der Army Box, ja. Mit der Army Box und eben zusätzlich zum Update. Das kann man zum Beispiel. Ja. Und waren da nicht auch Releases, wie zum Beispiel waren die Order Sergeants rausgekommen. Und wie dieser asoziale Kerl mit seinem Biometric Visor und den Drop Bears, wie heißt der Kerl? Der Blackfriar, aber den gibt es schon länger, glaube ich. Ja, den gibt es schon 2 Jahre bestimmt. Okay. Das war zwar der letzte, also das war vor dem Montesa Biker sozusagen. Ja, ich sag dir, woran es liegt, dass mir MO so stark ist. Am 3. John Dark Release, nicht am 4., am 3. lag's. Genau, da wo der halbe Samariter mitgeflogen ist. Genau, also dieses Tool ist genial, es ist fantastisch, also es ist unglaublich. Das ist der Das ist der aktuelle Stand. Ja, wir steigen und jetzt haben wir mal die Teilnehmerzahl. Jetzt kannst du oben bei dem Matrix, habe ich da geschrieben, aber eigentlich Matrix, oben links neben der neben dem Balkendiagramm. Moment, oben links, hier, ja. Genau, jetzt können wir zum Beispiel mal TPs nehmen. Tournament Points. Genau, jetzt erzählen wir, wie schneiden die ab? Und jetzt sieht man zum Beispiel. Franzosen werden sehr wenig gespielt, hinken aber jetzt nicht wirklich so unglaublich stark hinter den anderen. Die holen mehr TP wie Yujing im Schnitt. Also ähnlich viel, bisschen leicht mehr. Und Pan-O ist natürlich ein Mistake, ganz klar. Nur Druse ist schlechter. Druse ist schlechter, was halt klar ist, Druse ist jetzt schon 2 Jahre draußen. Nee, ein Jahr. Ein Jahr draußen und hat halt so wenig Auswahlen, dass es halt jeder Gegner kann sich inzwischen größtenteils darauf einstellen, was passiert ist. Ein Druselink, EM Light Grenade Launcher, seit der Toka Fleet irgendwo rum, ein paar Hutzner kurz, okay. Habe ich nicht neulich gegen dich verloren, Tino? Ja. Ja, scheiße. Und du hast schon fast gespielt. Eieieiei, das geht da auch mit rein. Also ohne mein Versagen wäre das hier noch schlechter gewesen. Genau, und dann sieht man halt bei den Tournament Points zum Beispiel, Aleph dominiert stark. Einfach alle Vanilla, OSS. Führt es einfach an. Danach Thor und dann ganz knapp dahinter, eigentlich fast gleich auf, eben jetzt Varuna eingestiegen. Hallo Sven, ja, nur mal so als Aussage hier, ne? Ja. Und was auch ist, ist zwar eingestellt worden, aber Shock Army ist halt immer noch mit durchschnittlich 5,07 Tournament Points. Immer noch sehr stark mit dabei. Ist eigentlich die fünftstärkste Armee im Moment. Also nur weil jemand, wenn der Fraktion viel gespielt wird, also ich glaube, es ist genau der gegenteilige Effekt, dass wenn Leute eine Fraktion weiterhin spielen, obwohl sie eigentlich discontinued ist, dann sind das meistens die Leute, die das schon eine Weile machen und sich damit auskennen. Anders kann ich mir so eine hohe Franzosen-Punktzahl eigentlich gar nicht erklären. Ich meine, das ist stärker wie Corregidor. Und stärker wie Morat. Genau, wird jetzt eben auch interessant, wie sich sozusagen das Update jetzt die sind sogar Regidor. Die sind sogar stärker wie Yujing Vanilla, ich krieg einen Vogel, ey. Little Yujing Vanilla haben einfach keine Ahnung. Oh, die Fresse. Genau. falscher Kanal, junger Mann, falscher Kanal. Ja, ich spiele Invincible Army, da geht's mal ins China Sectorial rein hier. Vanilla. Richtiger Kanal. Ja. So. Okay, dann. Genau, und jetzt. In demselben Ding umschalten. Das sind jetzt die Tournament Points, was natürlich nicht hundertprozentig aussagekräftig ist, wenn ein Turnier mehr Leute hat. Deswegen gibt es jetzt diese Top-Percent-Rank. Das ist jetzt sozusagen teilnehmerbereinigt vom Turnier. Okay. Also das bedeutet... Erklär mal, was teilnehmerbereinigt heißt.
kurz um es zu erklären, Top Percent Ranked bedeutet, man kann ja den ersten Platz, muss man anders bewerten, je nach Teilnehmerzahl vom Turnier. Also wenn man den ersten Platz beim 10-Mann-Turnier erreicht hat, ist es anders zu bewerten als der erste Platz bei einem 30-Mann-Turnier. 30-Mann-Turnier, ja. Genau, deswegen, anstatt dass ich sozusagen die Ränge zähle und irgendwie aufführe, was halt sehr komisch sein kann, wenn es halt wenige Runden sind und wenige Teilnehmer, wird halt gemacht, wenn man den ersten Platz beim 10-Mann-Turnier hat, ist man Top 10%. Top 10%. Mhm. Wenn man den ersten Platz beim 30-Mann-Turnier hat, ist man Top 3%. Ja. Und darüber dann den Durchschnitt gebildet. Und das sieht man jetzt hier. Also, wenn man alleine spielt, ist man Top 100% und hätte einen Wert von 1,0. Genau. Also, wäre ziemlich beschissen. Das ist eine Deswegen, zweimal Turniere zu spielen, bringt auch nicht viel. Ja. Zieht man seinen Schnitt nur runter. Nur um das zu sagen, weniger ist hier mehr. Genau. Genau, also je weniger man hat, desto besser. Meine Vermutung ist, weil du machst ja immer diese Prozentsprünge jetzt auch in deinem Elo-Ranking und sowas. Das, weißt du? Da habe ich manchmal das Gefühl, dass du spielst, springst du ja darum das CB, das Elo-Ranking. Ich glaube, das ist so ein ähnlicher Berechnungsalgorithmus dahinter, wie das, was du jetzt hier hast, sozusagen. Na gut, der Elo-Wert berechnet sich ja nach einer Formel aufgrund der Punktezahl deines Gegners und der Wahrscheinlichkeit, wie du mit deiner Punktezahl gegen diese Punktezahl abstehst. Daraus entsteht ein Koeffizient. Genau. Aber das wird ja nicht an. Also, ich glaube, das Ranking, Endranking und sowas wird da gar nicht reingezählt ins Elo. Also das ist wirklich nur, wie du gegen einzelne. Genau, das ist nur also wenn du gegen 0,9er Gegner gewinnst du viel weniger, als wenn du gegen 1,0er Gegner gewinnst. Aber wenn du gegen den verlierst, kriegst du Minuspunkte und zwar massig. Genau. Ja, stimmt. Ja, okay. Genau. Ah, okay. Also, was sieht man hier, Thomas? Genau, hier sieht man auch einfach, sieht man wieder Aleph. In ITS 10 sind wir jetzt noch. Ja. In ITS 10 dominiert Aleph einfach, also Vanilla Aleph, ziemlich stark mit 0,37. Also sozusagen im Durchschnitt, der durchschnittliche Rang ist halt bei so 37%. Also die sind, also im Durchschnitt will man ja eigentlich bei der 50% Linie landen. Also die Guten werden durch die Schlechten ausgeglichen und sowas. Mhm. Bei Aleph, die schneiden einfach überdurchschnittlich häufig gut ab. Also, muss man so sagen, ein normales Abschneiden statistisch gesehen wäre 0,5, extrem schlecht wäre 0,1 und extrem super wäre 0,0. Genau, 0,0 geht halt nicht, weil du... Genau, also 0,0001 oder sowas in der Art. Und je weiter man von diesem 0,5er Meridian abweicht, nach unten, desto besser wird die Platzierung im Endeffekt nachher sein, im Schnitt. Genau. Genau, also es ist nicht ganz 0,5, weil... Wenn man den Gesamtdurchschnitt nimmt, ist es, glaube ich, 53% ist der Gesamtdurchschnitt von allen Spielern. Einfach weil sozusagen, wenn es ein Einmann-Turnier ist, dann hast du ja immer nur Top 10. Also du bist zwar Erster, aber du bist 10%. Deswegen ist es im Gesamtdurchschnitt ungefähr 53%. Mhm. Also je näher du an diesen 53% dran bist, desto näher bist du irgendwie gebalanced. Okay. Heißt, wenn man Aleph spielt, hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit, einen guten Platz zu belegen. Genau. In der Statistik. Also die Leute, die Aleph gespielt haben, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, einen höheren Platz zu kassieren. Genau. Wo ist Pan-O? Ja, Pan-O ist 0,59. Ist aber nicht annähernd so schlecht wie Corregidor, was man sich anschauen kann. Mhm. Oder Morad oder Shaswasti. Also, obwohl Morad und Shaswasti sind ungefähr genauso wie Ding. Oder Druse, halt Druse ist wieder... Tino, ne? Das liegt nicht an dir. Liegt nicht an mir, ne. Nee, aber Shaswasti liegt an mir. Ne, Franzosen auch 0,6, also etwas unterdurchschnittlich. Aber das Gefühl, das man immer hat bei unseren Turnieren, wenn man so hingeht und sagt, oh, Aleph, Toha, die dominieren das. Ja, also statistisch lässt sich das beweisen. Ja. Genau. Und jetzt bist du ja gerade bei den ITS-10-Daten. Mhm. Wenn man jetzt das auflöst und ITS-9 anschaut... Dann wird es, glaube ich, noch ein bisschen deutlicher. Genau, dann wird es ein bisschen unterschiedlicher. Da merkt man einfach, dass mit dem Release von OSS Aleph einen ordentlichen Push bekommen hat. Weil früher war Aleph 0,42 ungefähr und jetzt ist es 0,37. Also die haben sozusagen 0,05er Sprung gemacht. Also sind
um 5%, das Durchschnitt-Ranking ist einfach um 5% besser geworden durch das Release von OSS. Hier. Und dabei waren sie schon Top-Docs. Also, ja. Die beste Fraktion. Man sieht hier auch. Ist nochmal besser geworden, ist schon krass. Und hier Sven, ne? Sven, hier, Varuna, guck mal an. 0,43, das ist nicht weit weg davon. Also, klar, das sind natürlich weniger Daten und weniger Spiele jetzt im Verhältnis, dadurch wird sich sicherlich einiges ein bisschen verzerren. Aber von dem, was wir bis jetzt an Daten haben, schneidet Varuna als Pan-O-Sektor sehr, sehr gut ab. Besser als viele anderen Sektoren. Oder besser, kein Yujing, kein Ariadna, kein Hakislam und kein Nomad-Sektor ist so gut wie Varuna. Ja, aktuell. Groß an die Jungs von aus Hannover. Also eure Sicht auf Varuna scheint ja wohl doch schon auch statistisch hier belegt zu sein. Ja, also steht natürlich halt immer auch der Spieler dahinter, das Ding, aber es ist halt. Ich denke, also LePatrick kann zumindest nicht sein. Der kann es nicht. Vielleicht muss man da jetzt einfach auch mal noch 2-3 Monate oder ein halbes Jahr ins Land gehen lassen. Wir haben halt bei Varuna erst 3 Monate lang Daten, dass A, sind sie frisch rausgekommen, das heißt, keiner hat eine Ahnung wirklich, wie man gegen sie spielt, wenn du nicht einen Spieler hast, der sich ein paar Trainingsmatches macht. Während, wenn du sie halt spielst, dann machst du halt 1-2 Spiele damit, wenn du ein erfahrener Spieler bist, kommst rein und dann kannst du es eigentlich recht gut ausführen, während halt Leute, die jetzt plötzlich gegen den Pan-O-Sektor mit vielen Camo-Tokens und einem recht hohen Order-Pool spielen, erstmal damit klarkommen müssen. Ja, genau. Ja. Und was wir vorher auch gesehen hatten, Überraschungssieger Starco. Ja. Mit einem ziemlich interessant guten Abschneiden als Non-Aligned Army. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, wenn man die. Da hatte ich irgendwo kam sie deutlich heraus. Genau, das war da unten in der Rank Distribution. Genau. So, können wir eigentlich jetzt gleich anschauen. Genau. Sollen wir mal Starco anschauen? Genau, machst du am besten groß das Moment. Diagramm. So, zack. Also das ist jetzt hier unten die Rank Distribution. Genau, das ist sozusagen die das sind sozusagen die links sind die Fraktionen, kann man dann aufklappen für die Unterfraktionen, oben lang sind die Platzierungen in einem Turnier. Und also hier sozusagen, 1, 2, 3, wenn man sich schaut, 4. Aleph hat 134 Mal den ersten Platz geholt. Das sind 12,68% aller Aleph-Spieler haben den ersten Platz geholt. Was noch nichts ist im Vergleich zu 14,4% in etwa der Toha-Spieler, die den ersten Platz gekriegt haben. Genau, die 88 haben. Und was noch nichts im Vergleich ist zu Non-Aligned Army, Starco mit 17,52% haben den ersten Platz geholt bei Starco. Das liegt nur an diesem Emily-Link, oder? Ohne Witz, ist der Emily-EM-Link. Also, also wenn ein Starco-Spieler spielt, dann wird er verhältnismäßig gut abschneiden, auch wenn man ihn nicht auftrifft. Hast du 20% Chance, Erster zu werden? Ja, das ist gut. Genau, auf Ding, auf ITS 9 und 10 bezogen. Jetzt kann man nochmal schauen, ob es bei ITS 10 ist, es glaube ich ein bisschen genau. Kannst du genau. Event. Musstest du nach rechts scrollen? Genau. Langsam komme ich damit klar. Na, auch mal weg. So. Na? Genau. Da haben sie dann noch einen 14,52. Also ist aber immer noch ein ziemlich gutes Abschneiden. Ja. Was man aber auch sieht, dass zum Beispiel jetzt in ITS 10 Toa ziemlich an Dominanz verloren haben. Woran da liegt sind das? Sie einfach in die 8,8. Ariadna. Ariadna ist zweite von oben. Wo sind die Top-Dogs? Das interessiert mich jetzt. Wer war in ITS 10 der Top-Dog? Du kannst, wenn du den Rechtsklick machst, dann kannst du Rechtsklick einblenden, ausblenden und dann nächste Ebene komplett einblenden. Dann kriegst du mal alles. Okay, wo sind die Top-Dogs in der ITS 10? Also wir haben halt oben, ganz oben hat man halt Aleph mit 15%. Ja. Und dann, da kommt nichts mehr, oder? Dann Bakunin mit 12%. Ja. Bakunin. Starco mit 14,5%. Varuna mit 10% und Invincible Army mit 11%.
Okay. Und auch hier, glaube ich, spielt die spanische Meta mit rein. Aber gut, das ist eine Vermutung. Hat er das eingeschlafen? Ich höre gerade nichts mehr. Hallo? Ja, jetzt ist das irgendwie alles unterbrochen. Ich sehe euch noch. Micha ist rausgeflogen. Nein, oder? Ich bin noch da. Hoffentlich nicht, ich hoffe es. Hallo? Also er ist eingefroren als einziger. Ja. Und er hört uns auch nicht mehr. Doch, ich höre euch. Ah, ja. Jetzt geht's wieder. Ich höre euch. Ich höre euch. Seid ihr da? Jo. Gut. Starco. Ne, Invincible Army, genau. Genau. Invincible Army, ja. dass die so stark abschneiden, ist eventuell auch die Frage, wo werden die gespielt, in welcher Meta, wird da viel LI gespielt. Ja. Ist auf jeden Fall aus meiner Sicht überraschend gut. Genau, also die haben vielen ersten Platz, den zweiten Platz haben wir auch mit 11% und dann wird es halt dünn erstmal auf den nächsten Plätzen. Aber auch hier sieht man, also da sind natürlich im Verhältnis auch relativ wenig dann immer bei ITSC jetzt. Also wenn das ein Drittel der Yuzhen-Spieler so in etwa spielt, Invincible Army. Darf ich mal kurz was einwerfen? Ja. Ich möchte nochmal betonen, das sind alles öffentliche Daten, die man sich aus OCM zieht. Ich möchte es nochmal betonen. Das ist alles öffentlich. Jeder von uns könnte sich genau diese Sachen einfach anschauen, wenn man das kann. Genau. Und andersrum, Corvus Belli hat diese Daten natürlich auch und viele der Entscheidungen, die sie treffen, basieren auf Grundlage dieser Daten. Ja. Verbindung dann aber halt auch mit Sales-Daten, genau, und Ähnlichem. Genau. Ja. Also, was man auch sieht, kurz, warum es Reworld gibt, Shaswasti, keinen einzigen ersten Platz gemacht in ITS 10 bisher. Überrascht mich nicht. Ja, du spielst halt Shaswasti. Nicht so häufig. Hätte ich das häufiger gespielt letztes Jahr, wären damit sicher 3 oder 4 erste Plätze drin gestanden. Also, die brauchen auf jeden Fall ein Update. Das ist ganz klar. Da sind sogar die Franzosen noch besser. Und sogar Corregidor ist besser. Das tut ja schon richtig weh. Okay, ich mach das wieder zu, oder? Ja. Also, die Daten, das ist schon fantastisch, was wir hier an Daten rausnehmen. Ansonsten, wir könnten uns natürlich über diese Daten ewig unterhalten. Ich klappe deswegen einfach mal weiter. Weil jetzt genau. Kommt der eigentliche Shit. Jetzt wird es erst richtig geil. So. Okay. Genau, jetzt kommen noch die Matches. Weil ja wird mir nicht nur, man hat ja nämlich nicht nur die Platzierungsdaten vom Ende, man hat ja jedes einzelne Match, kann man ja auch auslesen. Ist ja aufgeführt, wer hat gegen wen gespielt. Darauf, was man weiß, wer welche Armee gespielt hat, kann man ja auch sagen, okay, welche Armee hat gegen wen gespielt und was kriegt sie dabei raus. Da sieht man hier halt erstmal eine Verteilung. Wir haben jetzt knapp 24.000 Matches, die wir auswerten können. Im Durchschnitt werden in einem Match 1,3 TP gemacht, 4,3 Objective Points und 140 Victory Points. Also immer so knapp, also immer die Hälfte der, also einer Armee wird das. Genau. Wenn du mal 300 Punkte Matches ausgehst. Ja. Ist ja natürlich, genau, wenn man schon 300. Top Tier, Mid Tier, Low Tier, alles mögliche dabei. So, aber in ITS 10. Ich muss sagen, dass die Hälfte in der Armee ITS, immer erschossen wird. Genau. Ich mach's mal wieder auf ITS 9, ITS 10 und ich beschränke das auch nochmal auf Turniere, oder? Genau, machen wir mal Turniere. So, zack, Turniere. Weil jetzt langsam verstehe. Genau, das hatten wir jetzt vorher bei den Fraktionsdaten noch, genau. Da hatten wir halt auch One-Shots und Ding drin. Müssten wir eventuell nochmal schauen, wie sich das verändern würde. Also, ich glaube, das passt schon soweit. Für Turniere genau. Jetzt hier in den Matchdaten, spannend. 1,3 Tournament Points pro Spiel. Genau, ja. Das ist eigentlich, das hält sich ziemlich konstant, einfach aufgrund der Menge der Daten. Ja. Das ändert sich wenig, also es ist ungefähr immer diese 1,3, diese 4,Ding. Wichtig ist, in diesen Daten da oben sind jetzt halt auch eben Matches, also Werte drin für Armeen, die keine Werte für Spieler drin, die keine Armee angegeben haben. Sobald man nur auf einzelne Armee einschränkt, wird das halt dann auf Armee-Werte. Sieht man unten nochmal die Match, wie viele Matches sie gespielt haben. Das ist eigentlich nur sozusagen die Anzahl der Teilnehmer halt mal ein paar vervielfacht, weil
je mehr Leute Military Order spielen, desto mehr Matches haben sie gemacht. Ja, ja, klar. Jetzt kann man aber da unten nochmal sehen, da hatten wir so eine durchschnittliche Statistik, was durchschnittlich 41% verlieren ein Match. 27% der Matches sind Major Win, 14% sind Minor Win. Dann haben wir eine recht hohe 11% ungefähr nicht reported. Also da werden die Daten nicht eingetragen. Und dann hat man noch 5,5% des Draw. Ja. Genau. Und rechts daneben sieht man halt die Verteilung der entsprechenden Werte über die Zeit. Sieht man, okay, vom Februar sind noch einige Turniere noch nicht reported worden. Ansonsten sehr konstant, wie man das erwarten müsste. Das sieht man, ja, also da ist nur wenig. Jetzt kann man zum Beispiel, wenn man noch will, oben wieder, oben beim Balkendiagramm wieder links. Moment, halt. Balkendiagramm. Genau, links. Da kannst du jetzt auch wieder durchschalten. Jetzt können wir uns zum Beispiel die durchschnittlichen TP pro Match, pro Fraktion anschauen, die sich ziemlich decken wieder mit den Daten, die wir schon vorher hatten, dass einfach Aleph, OSS, Toa, Varuna ziemlich dominant sind. Ja. Und mich würden die OPs interessieren. Wer holt denn die meisten OPs hier? Interessanterweise gewinnt Toa meistens. Das ist Kapukalki. Kapukalki holt, Moment, Kapukalki holt die meisten Objective Points. 5,5. Während Toa mit. Kapukalki kann gut Objectives holen, aber schafft es irgendwie nicht, das in TP umzuwandeln. Heißt andersrum, du wirst mit Kapukalki immer irgendwas schaffen und zumindest ein paar Pünktchen von deinem Turnier rausholen. Genau. Während Toa in der Regel gewinnt, also klar gewinnt, aber mit wenig TPs, OPs. Also Toha holt aus dem, was sie machen, meistens einen klaren Sieg. Genau. Und jetzt kannst du zum Beispiel auch sehen, bei Invincible Army ist auch ein recht hoher Objective Points im Verhältnis jetzt zu Yujing Vanilla. Mhm. Und wenn du es dann in TP umwandelst, da ist einfach... Da holen sie nicht so viel raus. Da holen sie nicht so viel raus, aber sie holen mehr raus als Vanilla Yujing. Mhm. Also irgendwie schaffen die das besser zu dingen. Und wenn man dann auf Victory Points geht, dann kommt man dann auf einmal, dass Combined Army Vanilla einfach super dabei, darin ist, Victory Points zu töten. Na, selber zu überleben. Nicht zu überleben, ja. Ja. Das ist auch recht interessant. Während Kapukalki da jetzt ziemlich abgestürzt ist. Also. Sie kriegen immer auf die Fresse. Holen sich die Objectives, sterben dabei aber. Okay. Geil. Genau. Okay. Aber da sieht man eigentlich auch ein recht. Man sieht bei manchen Fraktionen eben einen kleinen Spike, aber man sieht eigentlich, dass die meisten Fraktionen sich irgendwo um ein gewisses Level herum setzen. Ja, ja. Also bei Ariadne ist es irgendwie so um die 130 rum, mit ein bisschen drüber drunter. Bei Pano ist es so um die 150 rum, mit Varuna drüber, Vanilla drunter. Mhm. Und so weiter. Nomads ist auch so um die 140, mit 145 sogar, mit Korrigidor und Ausrutscher. Und so weiter. Ja, da gibt es schon recht interessante Sachen. So, jetzt könnte man sich hier natürlich auch hier, jetzt kannst du eine einzelne Fraktion auswählen und dir auch mal die Win-Loss-Rate anschauen. Jetzt kannst du zum Beispiel, je nachdem, was du willst. So, Sekunde, wie, wo? Tor. Wie geht das? Genau, gehst einfach, du klickst einfach auf den Balken. Toa. Genau, Toa sieht man. Die haben halt im Durchschnitt wurden ja 41% waren Loss im Durchschnitt. Toa macht halt mit 41% halt Major Win draus. Also man sieht bei Toa, du hast halt eine verdammt hohe Marge an großen Siegen bei Toa. Okay. Zum Beispiel. Ist auch eine der wenigen Fraktionen, die es hat. Ich glaube, Aleph, Vanilla Aleph hat es noch und danach wird es ziemlich dünn. Danach hat eigentlich jede Fraktion eigentlich eher Niederlagen. Genau, jetzt hast du, klick drauf. Jetzt hast du es auf Gesamt-Aleph eingeschränkt, also Aleph und alle Sectorius, die es hat. Ja. Genau, okay. Sekunde, nochmal, so. Zack. Genau, das, okay. Und dann kannst du jetzt auf das einzelne Sectorial nochmal einschränken. Vanilla Aleph ähnlich gut, oder? Genau. Ja, ja.
Passt genau, ja. Ähnlich. Ich glaube, OSS hat auch ungefähr das, aber Assault Subtraction, die Stilphalanx zieht sie halt ein bisschen runter. Ja. Ach, der nächste. Wen sollen wir denn noch nehmen? Franzosen. Franzosen? Wo sind die Franzosen? Die Franzose de. Genau, das sind erstmal Ariadner. Moment. Genau, du Zack. musst ja immer zuerst die Genau. Hauptfraktion sozusagen auswählen und dann kannst Genau, du und sie jetzt töten. hier die Franzosen, die verlieren halt schon deutlich, deutlich häufiger. Ja. Fast die Hälfte aller Genau. Spiele sind Niederlagen. Genau. Und was? Man sieht ja halt auch, da hatten sie zum Beispiel, wann war das? Und jetzt machen Dezember wir Theater, machen wir 2018. die Russen, machen wir die Moment, Russen. 2018, Dezember, da war ein ganz schlechter, Ganz schlechter Monat ganz für schlechter Monat Franzosen. im Dezember. Ist besser kein Krieg an der Rust. Aber wenn man sich's anschaut, Tartari, wenn sie genau auf Tartari umschwenkst, die sind nicht viel anders. Also Krass, ja. man denkt Die immer, die sind super stark, aber die verhalten sich nicht viel schlechter als Franzosen. Generell ist Turnierumfeld, ja. Ariadna wirkt sehr ausgeglichen. Genau, Ariadna ist ziemlich ausgeglichen. Es ist immer so 45% Loss Rate, 30% Major Win, so 17% irgendwie. Also wenn man sich's auch anguckt, so, das sind die Pan-O vielleicht, na, da sieht man auch wieder Pan-O. Vanilla ist sehr schlecht im Verhältnis zum Rest. Vanilla, Ariadna ist sehr ausgeglichen. Genau. Ja, guck mal, ich will mal Pan-O, will ich auch noch sehen. Mal Pan-O. Standard Pan-O. Ja. Ja, genau, Das ist Pan-O. Und cool. dann können wir auch da mal die Sektoren durchgehen, weil da gibt es ja Standard Ja. Pan-O. Die kriegen halt mit Die fast 44% immer Loss aufs Rate. Maul. Die kriegen halt immer aufs Maul. Und wenn man das mit ihren Sektoren vergleicht, zum Beispiel Shock Army, was halt einfach mal auf 41% runtergeht, dann. Oder noch harter Varuna. Genau, auf 37% runter. Und so weiter. Und das Mach mal im Einzige, Ohr. genau, MO hat eine ähnliche wie Ähnlich meine wie bei Pan-O. mir. Also von den Sectorials ist es im O einfach am schwächsten. Über alle. Man könnte jetzt noch mal schauen, ob sich das mit dem Update irgendwie geändert hat. Ist. Wobei, Wenn da du nutzt. muss man auch sagen, MO war ja der am meistgespielte Sektor. Genau. Da, Von. genau, da, also die Spielerzahl heißt natürlich auch immer die Streuung zwischen gut und schlechten Spielern, also schwächeren Spielern ist natürlich Ja, bei so einem Sektor immer in ein dem bisschen Fall nicht höher. ganz, weil wir sind jetzt halt auf allen Daten. Das heißt, da war ja Neoterra am meisten gespielt, gefolgt Okay. von Military Orders. Ja. Okay, ja, stimmt, wir sind nicht mehr bei ITS 10, genau. Genau. Sollen wir das mal machen? ITS 10, Ja, ja. genau. Kannst du mal Machen wir ITS 10 ITS 10. reinschmeißen wieder? ITS Season 10. Zack. Auswahl und Feuer frei. Ja, da ist Varuna der stärkste Sektor. Überraschung. Ja. Sagen wir mal. Und. Gucken wir uns mal insgesamt die Daten an. So. Genau, das sind wir jetzt. Ja, gut, da ist Tartary Corp dann ein bisschen stärker geworden im Verhältnis. Bei Victory Points oder was machen wir gerade? Victory Points, genau. Machen Tournament Points ist eigentlich. genau. Nochmal TP, ja. TP. Tournament Points. Zack. Ja. Uff, ja. Ja, Varuna. Genau. Varuna ist der drittstärkste Sektor in ITS 10, was Tournament Points angeht. Ja. Ja, dritt, vierte, also Dritt, dritt. die ist Vanilla Aleph, Ah ja, hier OSS, genau, Tor und Operations, dann OSS noch, ja. Ding noch. Und genau, jetzt können wir zum Beispiel jetzt, aber wenn man es jetzt mal schauen will, ob das Military Order Update hat, zum Beispiel, wenn man draufklickt. Genau, erstmal Pan-O und dann Military Order. Wenn man sich anschaut, wann ist denn das rausgekommen? Keine Ahnung. November? Ja, sowas, November, ja. Glaube ich, November rausgekommen. Hat erstmal nichts gebracht. Hat eigentlich, genau, wenn man jetzt das ITS Season 10 wieder kurz aufheben, dann sieht man einfach. Moment, Moment, hier, zack. November, da, hier. Genau. Ja. Keine große Veränderung. Erstmal ein paar mehr Draws gebracht, dann im Januar, aber ansonsten sieht es jetzt nicht viel anders aus als Ja. davor. Bis die Leute einfach gecheckt haben, dass man vier Order Sergeant Link mit einem mit einem Phasenheit mit Missile Launcher spielen muss.
Eieiei. Ah, ob das die Lösung ist. So, man hört gerade im Hintergrund unsere beschissene Katze, das Arschloch. Nicht unsere, deine. Unsere heißt die von mir und meiner Frau. Also eigentlich ist es ihre Katze, ja? Also nicht meine Katze. Das Scheißvieh. Okay. So, machen wir weiter. Was gibt's noch? Was haben Moment, wir noch? Sekunde. Ich mach mal hier ganz kurz zu, weil ich mache neue Mucke. Und ich möchte nicht, dass ihr seht, was bei mir alles auf. Was da alles läuft. Ja, das ist ja nicht in Ordnung. Pass mal auf. Horseporn. Ja, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass ihr seht, was ich auf meinem YouTube-Kanal so alles an tollen Dingen habe. Ja. Deswegen machen Während wir. du das machst, entschuldige ich mich ganz kurz, weil ich zeig's mal kurz, ja. Bayerisches Reinheitsgebotsstiftungsprojekt hält. Da hinten stehen noch ganz viele davon und die sorgen dafür, dass ich ganz kurz aufs Klo muss. Meins ist auch weg, deswegen geh du mal und dann hole ich mir danach eins. Okay, wir machen mal die Statistik wieder auf. Ach scheiße, jetzt sieht man es ja doch. Sekunde. So, wir gehen zurück zur Statistik und klicken hier nochmal drauf. So. Okidok. Also, man sieht hier so ein bisschen, ich mache die ganzen Dinger einfach mal wieder raus. Aber grundsätzlich die Verteilung von Siegen, großen, kleinen Siegen und dass noch eigentlich relativ viele Spiele nicht gewährt, also noch nicht eingereicht wurden, was so ein bisschen überrascht, aber okay. Ja, besonders dann im letzten Monat. Ja, gut, das überrascht nicht, wir sind ja. Was wir vielleicht noch kurz machen könnten, während der Tino da ist, dann brauchen wir nicht rumspringen. Können wir uns vielleicht auch noch mal kurz Moritz anschauen, weil die haben ja auch ein Update bekommen. Moritz. Und Moritz. Genau. Da war das Update. Auch eben November. Und hat eigentlich nichts gebracht. Genau, also. Eher im Gegenteil. Es wird alles. Eine Idee schlechter. Nicht viel, aber eine Idee. Das ist eine Yip-Tendenz. Ja, also ist. Über das Gesamtding. Ich glaube, sie ist ein bisschen stabiler geworden, wenn man sich jetzt die 4 anschaut im Vergleich davor. Da war ja wirklich ein. Ja. Immer so. Hattest du häufig mal so. Minor Wins. Ja. In großen Blöcken und halt Major Wins eventuell und jetzt hast du halt relativ stabil eine gute Verteilung über 4 Monate hinweg, ja. Die Ergebnisse für Moritz. Also das scheint, es hat sie jetzt nicht gepusht, aber es hat sie zumindest stabilisiert. Also, was ja auch schon eine schöne Aussage ist eigentlich. Genau. Dass ein Sektor jetzt im Verhältnis, dass man weiß, was man von einem Sektor erwarten kann. Genau. Und generell finde ich auch. Können wir dann nachher sehen, ist Mord halt in dem Zusammenhang ein recht guter Sektor, weil er recht, ich glaube auch mit seiner neuen, mit dem Update recht viel gebracht hat, auch vom Listbuilding her, dass du halt recht viele unterschiedliche Optionen ausnutzen kannst. Also du hast sozusagen im Gegensatz zu anderen Fraktionen, wo du halt sagst, okay, du hast diesen Must-Pick, der halt so gut wie in jeder Liste drin ist, wo du sagen kannst, okay, ich spiele jetzt gegen Nomads, da werde ich meinen Intruder, meinen Interventor und meine 2 Zeros sehen und dann der Rest ist fraglich. Bei Morad fällt dir eigentlich vielleicht Vanguard als so Light Infantry, aber danach kommt so, okay, spielt er mir einen Krognak mit einem Harris-Link oder spielt er mir einen Sorogat oder fliegen mir ein paar Hungries um die Ohren. Die Hungrigen? Ja. Ich fand diesen Begriff immer das Schlimmste. Die Hungrigen. Alter. Eieiei. Ich spiele selber kein Morad, von daher kann ich das nicht so richtig einordnen, aber was schön ist natürlich, klar, wenn du weißt, deine Fraktion hat zumindest so, das kannst du erwarten davon und diese Schwankungen sind immer blöd. Schwankungen heißt ja, im Prinzip ist es sehr stark davon abhängig, welche Mission spielst du, welchen Gegner spielst du, welche Liste hast du vor dir und welche Fraktion hat der Gegner. Genau. Und so. Wenn es da eine Balancing reinkommt, wenn es glatter wird, dann heißt es, du bist grundsätzlich immer durchschnittlich konkurrenzfähiger, als wenn das so schwankt. Genau, du hast jetzt nicht so, okay, ich habe jetzt die Wunschfraktion, die ich immer platt mache und die andere Fraktion, die mich immer platt macht. Und wenn ich Pech habe und auf dem Turnier zweimal gegen meine Hassfraktion spiele, habe ich plötzlich halt 2 Losses und wenn ich meine Glücksfraktion habe, jetzt plötzlich 2 Major Wins. Ja. Das heißt also, dann selbst halt. Sondern kannst du halt schön sagen, okay, ich kann jetzt halt gegen jede Fraktion entweder gewinnen oder verlieren,
aber ich kann es irgendwie rausholen, je nachdem, wie ich meine. Selbst wenn dein Win-Lose-Ratio deswegen nicht besser wird, es wird konstanter. Und das zeugt davon, dass es dann doch eher das the Player-Skill ist oder die Mission, anstatt das zufällige Matchup, das du dann da kassierst. Ja. Spannende Sache. Also Beweis dafür, dass man, wer viel spielt, spielt halt besser. Ach komm. Tino, jetzt kommst du hier gerade her und hast mir so einen klugen Spruch für uns parat. So, sollen wir zum Highlight gehen? Wir sind bei anderthalb Stunden. Darf ich nochmal kurz was erwähnen? Nein. Aber mach. Ich möchte nochmal kurz erwähnen, all diese Daten sind öffentlich abrufbar. Und jeder kann sich das herleiten. Weil wir kommen doch zum geilen Shit. Also, wir müssen das mit dem Ninja nochmal zeigen. Das ist doch geil. Den Ninja machen wir. Ich gehe einfach mal weiter, weil die Gefahr, die wir vorher schon gesehen haben im Vorgespräch, dass wir uns hier in den Details verlieren, die ist natürlich. Wir tun es. So. Ja. Wir sind jetzt bei den Listen. List-Data. Genau. Jetzt wird's richtig witzig. Wieder oben ein paar KPIs. Wir haben alles aufgehoben. Daten von 18.500 Listen ungefähr. Ja. Über alle Fraktionen. Und ich verweise gerade mal drauf hier unten. Ihr seht unten rechts im Eck eine Link to Army. Wenn ich da draufklicke, das sind Links. Da öffnen sich Listen. Das sind 18.450 Listen. Genau. Kannst ja mal durchgehen. Nee, ich fahr hier mal runter. Sekunde. Mach mal einfach eine auf. Die hier, komm, machen wir die mal auf. Mal sehen, was nicht selektieren, du musst auf den. Achso. Genau, musst Nein. genau auf den Text draufklicken. Verdammt, jetzt habe ich wahrscheinlich irgendeinen Scheiß gebaut. Herzlich willkommen. Oh. Ja. So. Ich muss mich jetzt vermutlich neu anmelden. Ja, ich nehme es mal an. Sekunde. Ja. Ich mache hier mal Werbung, Tino, oder so. Ja, genau. Nee, zumindest, weißt du, was wir vor uns vergessen haben, was wir die ganze Zeit haben. Thomas, wir wollten noch so ein bisschen was über dich eigentlich hören. Du bist ja Münchner Faction. Genau. Und du machst ja auch selber Turniere. Ja, genau. Da ist jetzt bald eins, ne? Genau, ich habe jetzt in den letzten Jahr so 2-3 kleine Turniere gemacht. Ich bin ja Mitglied im lokalen Münchner Verein Hammer und Schild e.V. Ja. Und da habe ich 2 kleine Turniere, 12 Mann maximal bei uns im Verein sein, 10 Mann maximal bei uns im Verein sein gemacht. Und jetzt konnte ich mich zum Glück mit unserem anderen Münchner Tabletop-Verein, Weiß-Blaue Strategen, wenn jemand aus der Warhammer-Maschine kommt, müsste er den Namen kennen. Kenne sie. Ich komme ja aus dieser Ecke und habe ja einige Turniere in dem Bereich organisiert und die Kollegen waren öfters bei uns hier unten. Genau, also zusammen mit denen, unsere beiden Vereine machen viele Turniere, jetzt haben wir große 40k-Turniere und jetzt machen wir am 14.04. unser erstes gemeinsames großes Infinity-Turnier in Dachau für 30 Mann. Sind noch Plätze frei, falls also jemand Bock hat, vorbeizukommen, gerne. Es gibt ordentlich Fun, ordentlich Spaß. Vielleicht, je nachdem, keine Ahnung. Wenn man alles spielt. Genau, es ist ein Eintagesturnier. Leider an einem Sonntag. An einem Tag kann man das noch nicht bekommen. Das ist immer ein bisschen blöd. Mhm. Aber geht schon. Schön in einem bayerischen Gasthaus. Also kriegt es auch ordentlich Knödel, Schweinsbraten. Die Location ist genial. Ich kenne die von 40k-Turnieren. Genau, also. Genau. Wer mitmachen will, gerne. Spec Ops. Mit einem Special Spec Op, weil normalen Spec Op zu machen ist langweilig. Also gibt es einen Special Spec Op. Je nachdem, was die jetzt halt mit ihrem Daedalus Fall neu rausbringen. Da werden ja auch die Spec Ops Regeln neu aufgesetzt. Ja. Da müssen wir erstmal schauen, was passiert. Da bin ich echt mal gespannt. Was ist denn gerade dein aktueller Lieblings-Spec Op? Mal so über alle Factions, weil ich habe einen. Das ist der. Vom Modell her oder? Was? Vom Modell her oder? Nee, vom Profil her. Also mein Lieblings-Backup ist gerade der Brawler bei den Druse. Ja? Brawler, Virus, Sniper, Militismus, PS13 im Fünferling. Ja, fuck you, man. Ja, den nehme ich immer gerne bei Hackislam, auch den Gulam. Mujib. Ja, den Mujib. Viral Sniper. Gleich 20 Punkte.
Ja, aber er hat Dogget. Mit einem X wieso. Bier ist 12 von Haus aus. Komm. So, also ich habe jetzt hier noch ein Bier im Kühlschrank gehabt. Wir müssen in dieser Zeit fertig werden. Ja, verdammt. Also ja. Jetzt. Okay. Jetzt. Also, ich packe. War dir soweit? Wir reden gerade über das Turnier in Dachau. Genau. Dann noch ein kleiner Hinweis jetzt in Augsburg. Ist ja jetzt nächste Woche. Genau. Tatsächlich nächstes Wochenende, 23. 24. Ist er, genau. Genau, 2-Tagesturnier, 5 Matches. Dummerweise hat er Evil Lips Connors sich für Handicap entschieden, dafür hasse ich ihn richtig. Evil Lips. Evil Eyes. No. Aber wird ein geiles Turnier, gibt auch noch Plätze. Komm mit zuhauf, ganz ehrlich, wer noch spontan Lust hat, kommt ja nach Augsburg. Das wird sehr witzig, genau. Also, ja. Genau, beim Kony ist ja immer lustig. Und es gibt mega. Ein Bierautomat. Das ist das Beste, was ich je auf dem Turnier erlebt habe. Ein Bierautomat, wo eine 0,5 Flasche bestes bayerisches Vollbier für, ich weiß nicht, was das gekostet hat. Ich glaube, 1 Euro. Ich glaube, das kostet 1 Euro da unten. 1 Euro, ja, 1 Euro. Was? Du schmeißt 1 Euro rein und Kolben. So ein Kolben kommt dann aus dem Automat rausgeschossen. Ja? Ja. Gut, wenn wir schon dabei sind bei Turnieren, machen wir das doch mal hier. Nein, halt, das da. Auch wir haben ein Turnier. Ja. Jetzt im Mai noch, da machen wir kurz Werbung dafür. Die Fuchsloch-Party, wie man sie so schön genannt hat. Der liebe Tino hat uns da mal wieder die Fuchsmädchen hat da mal wieder gedisst, die Fuchsloch-Party. Ja. Das ist eigentlich unser Nachfolgeturnier vom letzten GBT. Wir haben ja gesagt, dieses Jahr geben wir das GBT den GMS-Status runter an den Bodensee. Wir machen aber trotzdem ein Turnier. Martin, danke schön, war geil. Die beste One-Man-Show ever. Absolut, also Riesenrespekt dafür. Dass du das einfach... Ich glaube, man kann es nicht oft genug erwähnen. Er hat dieses quasi fast 30-Mann-Turnier in Personalunion gerockt. Ja. Also er war alleine. In GMS einfach in Anführungszeichen alleine gerockt. Einfach mal hingestellt, hat mal 30er-Turnier runtergezogen, das kann man schon so nennen. Wir machen das auch wieder. Allerdings etwas weniger Leute, etwas gleiche Orga-Team wie letztes Mal, nur diesmal spiele ich mit und nicht die anderen beiden. Was sich positiv auf die Orga und negativ auf euer Spielerlebnis auswirken wird. Also ich finde es positiv, gegen dich zu spielen. Ja, ja, halt die Fresse. Ich muss aber wieder Schatzbasti gegen dich spielen. Wir gehen diesmal ein bisschen mit weniger Leuten anstatt, gleicher Raum. Sprich, wir werden etwas mehr Platz haben. Es gibt auch noch Plätze, wenn jemand kommen möchte, machen wir noch welche auf, ist kein Problem. Und heute ist natürlich auch der große Tag, an dem ich die Mission spoilern darf. Also am 11. Mai, die Missionen waren bis jetzt noch nicht bekannt, aber ich mache das jetzt trotzdem mal. Ich hau die jetzt einfach mal rein. Der Schmidti und der Patrick haben mir erlaubt zu sagen, dass wir spielen werden. In der Runde 1 Looting and Sabotage, in der Runde 2 Lifeline, wenn das noch jemand kennt. Das ist eine Mission, die war irgendwo mal, ich habe keine Ahnung, wo die herkommt. Einfach mal googeln, ist was Spannendes. Flamestrike oder sowas? Ja, sowas. Es war auch so eine Mission, wie es Tom Martin gemacht hat aus den Kampagnen. Und die dritte Mission, die geben wir erst bekannt, wenn die dritte Mission startet. Also da könnt ihr auf das Turnier kommen und könnt euch darauf einstellen, dass ihr nicht wisst, welches die dritte Mission sein wird. Biotech War, because. Ja, es ist also, so viel kann man schon sagen, es ist eine Mission, die man kennt. Und es ist eine Mission, bei der man bestimmte Dinge tun muss. Also es sind auf jeden Fall keine von diesen Hassmissionen. Es ist was man kennt. Und es ist eine Standard-ITS-Mission? Es ist eine Standard-ITS-Mission. Die kennt so gut wie jeder. Da kommt ihr hin und richtet euch auf die beiden Missionen ein, auf Lifeline und Looting und Sabotage. Und die dritte Mission dürft ihr dann mit dem spielen, was ihr dabei habt. Und das wird gut. Also ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und ich sage, es wird Tic-Tac-Toe. Highly classified. Nein, es wird Tic-Tac-Toe. Wenn Schmidti und Patrick ihre Finger im Spiel haben, glaube ich, es wird Tic-Tac-Toe. Wenn das deine Vermutung ist. Ich bin mal gespannt, ob ich recht habe. Dann baue deine Liste auf Tic-Tac-Toe und dann. Bin ich gespannt, ob du mit der Tic-Tac-Toe-Liste bei Tic-Tac-Toe zurechtkommst. Auf jeden Fall. Ich spiel einfach Vanilla Yuching oder Invincible Arm und nehme Jan Boom mit. Dann ist mir der Rest. Dann läuft das Schwätzchen einfach hin und der Rest erledigt sich im Aro. Also, die dritte Mission, so viel sei hier an dieser Stelle verraten, eröffnen wir euch erst, wenn ihr am Spieltisch steht.
Und dann müsst ihr eure Mission, eure Liste auswählen. Und dann bin ich gespannt, wer aus dem, was er dabei hat, das meiste rausholt. Wird spannend. Also Looting und Sabotage, Lifeline und Surprise. Lifeline. Ich erinnere mich auch, also was schon wieder zeigt, die Mission habe nicht ich gewählt, sondern es sind Patrick und Schmidti, die es dieses Mal in der Regie haben. Ich bin da eher so nur unterstützend dabei. Aber ich finde, sie haben da was Cooles zusammengebastelt. Also ich habe natürlich einen gewissen Vorteil, ich weiß die dritte Mission und spiele trotzdem mit. Ich spiele aber mit meinen Skills in den letzten Jahren, das hat überhaupt keine Auswirkung. Schiebung! Ja. Nee, das stimmt, bei mir hat das keine Auswirkung. Keine Sorge, okay. Ich spiele aktuell so schlecht, das könnte ich mir so. Spielst Franzosen, ja. Okay. Ich könnte auf ein Random-List-Turnier gehen mit einer vorgefertigten Liste, die ich auf die Mission angepasst hatte. Ich würde trotzdem nur Achter werden oder so. Diese Mission werdet ihr ab heute Abend, Sonntag, circa 23 Uhr dann auch finden im T3. Dann mache ich das mal wieder weg und wir gehen jetzt zurück zum eigentlichen Knaller des Tages. Lifeline, ja. Googeln, liebe Leute, googeln. Ist doch ein Flüchtlingshelferboot, dachte ich. Ja. Ja. Okay. So. Listdata. Spannender Scheiß. Also, was muss ich hier tun, damit das passiert? Ja, auf den Link klicken. Du darfst nicht daneben klicken, du musst wirklich drauf. Ja, jetzt öffnet sich was. Solltet ihr auch gleich sehen. Jetzt öffnet es mir hier den Army-Bilder. Genau. Und mit ein bisschen Glück, wenn mein Internet das möchte. Loading. Haben wir hier eine Liste. Prime hieß diese Liste im Corregidor. Nomads, Corregidor. Mit Lupe, Intruder, Alguacil, Leutnant, Moran, ein paar Jaguar, Massaker. So wie man das spielt. Ne? McMurrow würde ich vielleicht in die erste Liste. Das ist eine Worst-Case-Liste. Nein, aber den McMurrow würde in die erste Liste gehören. In die erste Gruppe gehören. Aber gut, meinetwegen. Ist so eine. Man sieht also, man kann hier, wenn man diese öffentlich zugänglichen Daten ausliest, auch Zugriff auf die Listen erhalten, die da gespielt wurden. Finde ich einen spannenden, also eine spannende Grundvoraussetzung. Noch eine? Komm, wir machen noch eine. Auf. Ja, wir suchen dann die Ninja-Liste raus. So, was haben wir hier? Auch eine Nomads-Liste? Eine Aleph-Liste. Da spielt jemand Garuda-Tech-Bot mit 300 Trotz in der zweiten Gruppe. Ist auch eine sehr variantenreich mit einem Marut. Ey, da kriegt er zwei Gruppen zusammen. Mit viel Zeug und Marut. Mit lauter Müll. Also, ich habe einen Marut und ich habe einen HMG und dann habe ich nichts mehr. Wir haben wohl Annihilation gespielt. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Wirkt nach Annihilation. Gut, also man sieht, man kommt hier auf diese ganzen Listen, wenn man alle Listendaten sich mal anschaut. So, und jetzt fängt es an spannend zu werden, Thomas. Genau. Jetzt wird's witzig. Kurz letzte Erklärung. Oben halt 8000 Listen. Daneben die Anzahl der Einheiten. Durchschnittlich werden in der Liste 13,5 Einheiten gespielt. Also auch sowas wie Palbots und sowas wie 11,5 reguläre Order, 1,1 irreguläre Order und 1,3 Impetuous Order. Okay, also genau. Kann man schon sagen, dass die Tendenz doch tatsächlich eher zu zwei Kampfgruppen geht. Nach zwei Kampfgruppen zu spielen. Ja, also genau, je nach Armee, das kannst du hier jetzt durchscrollen, da hast du das Ganze nochmal nach Armee aufgeschlüsselt. Wir nehmen mal Yuching. Genau, da kannst du jetzt mal Yuching nehmen. Man sieht ja schon, Yuching hat ja? 700 Listen, auch 13,7 Einheiten. Dafür nur 10,9 reguläre Orders. Okay. So. 1,2 irreguläre und 2,8 impulsive. Ich habe so eine Vermutung, woher das kommt. Klicken wir mal auf Yuching Vanilla. Ja? Du bist in Yuching Vanilla, du hast Yuching. Ist es Yuching Vanilla? Nee, also ich will Yuching Vanilla haben. Das ist Yuching Vanilla. Ah, es ist nicht Yuching komplett. Nee, das ist Yuching Vanilla. Ah, okay. Da ist es nicht aufgelöst. Ah, okay, sorry. Hier wäre dann also jetzt quasi, wo ist die Invincible Army? Genau, Invincible Army sieht man daneben. Die haben 11,33 Modelle und 10,43. Ich such's mal kurz für die anderen Leute. Invincible Army hier, genau. Moment, die schmeiße ich hier mal wieder raus, die Yuching. Invincible Army ist natürlich deutlich weniger in Patches. Ja, genau. 0,03.
Genau, das ist irgendwo, hat jemand Toll so Fortune damit gespielt, einen Yuan mitgenommen oder. Genau. Okay. Yuan. Wir gehen wieder zurück zu Yuching. So. Jetzt sieht man auch hier, das müssten jetzt alle Yuching-Listen sein hier unten, oder? Genau. Müsstest du auf eine draufklicken? Machen wir nicht. Nein. Macht. Könnte ja eine von dir sein. Wer ja. Weiß. Du wirst ja. Genau. Oh ja, vier Mönche, vier Quang Chi, so schwer ist das nicht. Okay. Ja. Genau. Wie geht das hier weiter? Genau, und dann kannst du da links in der Tabelle unten und dann Yuching. Nee, und nicht da. Hier. Da genau, und da das Plus, genau. So, jetzt fängt es an interessant zu werden. Das, also ich mach das jetzt mal so. Das war vorher hier zusammenbrochen. Ja. Genau, also kurz zur Erklärung: Man hat jetzt halt hier jede Einheit aufgeführt, die es in Yuching gibt. Mit Ausnahme von Merc-Einheiten, also kein Soldier of Fortune, weil. Ja, es wurde einmal McMurderwolf mitgenommen in allen Listen. Okay, ist jetzt nicht so interessant. Genau. Jede Einheit. Die erste Spalte ist einfach, wie häufig wurde diese Einheit in den Listen mitgenommen. Wenn man zum Beispiel da, wo sind wir da gerade? Zanxi unten. Zanxi, genau. In allen Listen, wir hatten da 700... Über 730 Listen. Ja. Sowas, haben wir 930 Listen. Zanxis. Genau, wurden so viele Zanxis mitgenommen. 9 unterschiedliche Profile werden genommen. Also jetzt glaube ich, jedes Profil wird irgendwo mal mitgenommen. Ja. Wenn in einer Liste ein Zanxi drin ist, wenn in einer Liste Zanxi drin sind, dann werden im Durchschnitt 2 mitgenommen. Okay. In 65% aller Listen ist mindestens ein Zanxi enthalten. Und das wären 484 Listen enthalten Zanxis. Das sind diese Informationen. Was haben wir noch? Das haben wir ja das vorher irgendwo gefunden. Was wird denn noch häufig genommen bei Yuching? Das ist ja auch spannend. Bei Yuching wird zum Beispiel häufig genommen der Golang Skirmisher. Der Celestial Guard ist eigentlich auch recht häufig dabei, mit 63% der Listen. Genau. Kurz zur Farbkodierung. Grau sind alle Einheiten, die in 10% oder weniger der Listen mitgenommen werden. Also die sieht man eigentlich relativ selten. Grün ist dann bis zu 35%. Gelb ist bis 55%. Orange ist bis 80%. Und es gibt dann noch Rot, wenn etwas über 80% der Listen in. Ist da was Rotes? Ne, hier nicht. Gibt es hier nicht. Da hast du also, jetzt aber die Daten, als Yuching und JSA noch zusammen waren, sind da nicht drin, ne? Ne, weil das ist ja Vanilla Yuching. Ja, genau. Weil das ist natürlich auch die Liste, bei der man sagen muss, das sind die Statistiken, die Corvus Belli benutzt, um zu sagen, welche Armee, welche Einheit in einer Fraktion wird nicht so häufig gespielt. Hier erkennt sich jetzt vielleicht nicht jeder Yuching-Spieler wieder. Also ich zum Beispiel nehme fast nie einen Zanxi mit. Dafür ist bei, auch Zanxi mit. Nee, du halt in den 35%, genau. Prozent, die es nicht mitnehmen. Genau, bei mir sind aber immer... Also der Zanxi-Hacker ist ganz oft dabei. Ich nehme sie fast nie mit, muss ich... Also gut, den Zanxi-Hacker, ja. Aber auch hier, wenn ich sie mitnehme, 1,4, ja, wohl... nicht jeder wird sich hier wiederfinden, sagen wir es so, in dieser Listenauswahl. Ne? Aber trotzdem, ja. Diese Daten sind das, was Corvus Belli nachher verwendet, um zu bestimmen, welche Einheit ist denn in einem Sektor gefühlt... Also nicht gefühlt, statistisch gesehen, über die global nicht beliebt oder wird nicht genommen. Sprich, ja. Das erklärt vielleicht, warum der geliebte Onivaban, den viele Leute bei Yuching sehr geschätzt haben, hier, wenn der hier nicht häufig genommen wird, dann fällt der einfach bei so einer Bestreicht mal was raus Aktion, fällt der weg. Nur um das mal so deutlich zu machen, wie sich diese Daten auch erklären. Ich glaube, dass sich vielen Leuten zwar theoretisch, also so im Großen und Ganzen wissen sie schon, dass es irgendwo eine Statistik gibt. Das ist die Statistik. Genau das hier ist die Basis, auf der Corvus Belli arbeitet, halt eben plus diese Turniere, die nicht als privat gelistet sind. Und halt Listen, die nicht auf Turnieren genutzt werden. Ich weiß nicht, wie stark die reinfließen. Ja. Warte mal. Wir nehmen einfach mal die Turnieren, ne? Mal machen. Turniere waren da jetzt ziemlich mittig. Ziemlich mittig. Nee, links. Das war, du warst schon auf dem richtigen Screen. Subtype, die sechste Liste von. Sechste hier, genau, Tournament. Genau, nehmen wir mal die Turniere.
Und dann auf Turnieren, das mag ich auch. Escalation League sind natürlich auch Leute, die. Ja, kommt da jetzt was? Genau. Escalation League heißt natürlich auch, das sind Leute mit dabei. Gerade anfangen und genau. einfach Das sind aber, Profile einfach ja, mal aber es ist ein ähnliche Situation. Gulang, Celestial Guard und Sanshi sind sehr häufig genommen. Also die scheinen wohl auch, wenn man über diesen Anfängerstatus hinausgeht, immer noch sehr beliebt zu sein. Genau. So, der Ninja Sniper. Genau, das wollten wir jetzt einmal. Nee, nicht Ninja Sniper. Wir wollten Ninjas. Sieht man, haben Genau. einen Pickrate von 53% auf Turnieren. Hier, das ist ich fass mal kurz. Sag mal, okay, In in jeder jeder zweiten zweiten Liste Liste ist findest du einen Ninja. Moment, ich fass mal so hoch. So, nee, geht nicht. Also hier die 53% des Ninjas. So, hier, da ist immer Ninja mit dabei in der Hälfte der Listen. Genau. Ach, jetzt weiß ich genau, warum die regulären Order-Anzahl so gering ist. Weil die Japaner-Modelle ja hier nicht mehr aufgeführt sind, weil ich habe die Daten dafür nicht, aber du hast, aber so ich ja noch Daten habe, bevor Uprising war. Ah, okay. Ja. Und da fallen natürlich, okay, er hatte einen Dumaru dabei mit einer regulären Order, die fällt halt raus. Ich weiß noch, dass da ein Modell war, ich weiß nur nicht, welches Modell da war. Deswegen habe ich den Modell-Count noch, aber ich habe die regulären Order-Count nicht Okay. mehr. Also da ist eine gewisse Unschärfe drin aufgrund dieser Teilungen. Genau, aufgrund, dass da ein paar Daten fehlen. Also an der Einheit, an so einer einzelnen Einheit ändert sich nichts, aber zum Beispiel an der Pickrate von regulären Orders in einer Armee. Ja, Dann. Aber genau, jetzt haben wir den Sniper. ich klappe mal die Ninjas auf. 35%. Genau, klappst du auf, dann siehst du die einzelnen Ninja-Profile und da sieht man, okay, es wird genau ein Profil gespielt, der Killer-Hacker. Mit Der hält ja auch 52%. sonst. Der Rest, also es wurde in allen Turnieren, ITS 9 und 1, wurde einmal ein Ninja Combi Rifle AP. Moment halt, Daraus kommen wir nicht. das ist bei Tournaments, ich mache die Tournaments mal raus. So, machen wir die Ja, Standarddaten. genau. Damit, das haben wir uns vorangeguckt. Genau, jetzt haben wir hier den Ninja Killer Hacker, jetzt kommt er hier auch mit 50% in Gelb. Kommt ja schön zur Geltung. Der ist mit 387 Picks. Genau. Die anderen sind zusammen nicht mal. Die kommen Die nicht mal anderen auf sind 30 zusammen oder 40. paar 30, fast 40. Also zehnmal, der Ninja Hacker wird zehnmal häufiger genommen, so in etwa. Also vielleicht neunmal Genau, als häufiger als alles der Rest. andere. Genau. So. Multisniper waren zu. Und es gibt halt den einen, der so mutig war, einen Ninja Combi Rifle AP Close Combat Weapon zu nehmen. Einmal. 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 Einmal in ITS 9 und ITS 10. Weltweit. Weltweit. Von den Listen, die eingetragen wurden. Wurde ein Kombi-Rifle ab. Wurde einmal ein Kombi, das Und die können du wir uns kannst ja die natürlich Liste aufmachen, gell? ja. Lass mal Genau, auf, zeig mal. auswählen. Ja? Oben das. Genau, dann muss es klein machen. Nicht das, sondern du musst. Genau. Jetzt haben wir den hier. Ja. Wurde einmal gepickt, ist hier 0,13% und jetzt kommt hier an der Seite diese eine Und jetzt können Liste, wir die Liste in aufmachen. Das der ist dieser Wahnsinn. Ninja Combi Rifle Typ gespielt wurde. Genau, und wir haben sie uns vorher schon mal angeschaut und es war die geilste Liste ever. Ja. Wenn Sie sich anschauen. Das wurde in einem Turnier gespielt, wohlgemerkt. Diese Liste wurde aber. Na, wir wissen nicht. Ja, doch, stimmt, das war ein Turnier, Das weil war ein Turnier. die wurde für ein Turnier eingereicht. Sagen wir mal so, die Genau, ist im ITS ob für sie da ein Turnier gespielt wurde, wissen wir hinterlegt. nicht. Sie Da wurde ist eingereicht. Sunze mit Advanced Commanden, Dauerfire Hacker, Guilang FO, Guilang Minelayer, Ninja mit Tactical Bow, einer mit Kombi und zwei Tiger Soldier mit Multi-Sniper Rifle. Wir wissen nicht, warum. Also Respekt an diesen Menschen. Ohne Witz, wer das gespielt hat, das Ding ist mega geil. Acht Aber Befehle. ich glaube, der Mensch hatte Spaß. Also ich weiß nicht, ob er was gewonnen hat, keine Ahnung, ja. Aber ich glaube, der hatte einfach Spaß. Also ich weiß es nicht. Keine Aber Ahnung. jetzt ganz im Ernst, da stehen halt, du hast halt, wenn du die. Egal, zwei Tiger Soldier mit Multisniper. Da steht zu Beginn des deiner Runde stehen fünf Befehle auf dich. Du, du weißt, pass mal auf, den sein Meta, ja, der wusste ganz genau, wir machen unser Ladenturnier und auf jedem Tisch stehen irgendwie fünf so 20 Zoll hohe Türme. Ja, und dadurch, dass ich Da kommst du meine. nie hochgeklettert, aber du siehst alles. Und da ich Okay, mit meinen Tiger zwei Tiger Soldiers. Soldier mit Sniper Rifle, ich lasse sie da drauf landen.
Oder ich krieg Forward Deployment, weil das sind ja MIs. Naja, nee, du kannst nochmal in den Ding zurückgehen. Genau. Und auf das Auswahlfenster gehen. Guck mal, ob es in ITS 10 war. Und dann sehen wir, es war US am 18.8. Kein Extra, also es ist nicht mal Limited Insertion. Moment. End of Season Smackdown, interessant. Sekunde, wo siehst du das? Nee, Auswahl. Geh wieder auf Auswahl. Auswahl. Und da siehst du ja die Listen und alle weißen Werte sind die Werte, die zu diesem Turnier zählen. Ah ja, hier, genau. Es war ein Ami. Genau, die ausgegrauten sind nichts. Also 18.8. Es war kein Limited Insertion. Es war das End of Season Smackdown in den US mit 11 bis 20 Teilnehmern. Es war ein Turnier, Yujing, ITS 9. Also er hatte noch nicht mal Bravery. Und er konnte auch nicht ohne Assisted Landing landen. Und er hat auch nur Draw und Loss. Also er hat damit nicht viel gerissen. So, jetzt, also wenn irgendjemand von euch eine extrem beschissene Liste spielt mit extrem beschissenen Einheiten, da könnte man euch finden, wenn man das hier möchte. Und Acquisition, Capture und Protect und Powerpack waren die gespielten Missionen. Also Vorsicht mit eurer Missionsauswahl, man kann euch hier, weil die Daten sind ja öffentlich zugänglich, man kann euch hier lokalisieren, wo ihr wart, wer ihr wart, wenn es jetzt nur einen Yujing-Spieler gab, auf dem End of Season Smackdown, in den USA irgendwo, dann wart ihr derjenige, der Idiot war, der einen Ninja mit einer Kombi-Rifle und einer AP kommt. Nee, der war der beste Typ, weil der es gemacht hat. Ja, ich find's auch geil. Er hat's gemacht. Ja, ja. Welche Platzierung hat er gemacht in dem Das kann man hier ja, nicht oder? Rauslesen, oder? Da kann doch ganz noch zumachen. Elfter wurde doch. Elfter von 12. Was waren's? 12? Nee, du kannst mach mal Auswahl zu. Genau, und geh wieder zwei Blätter nach links. Noch eins? Ah, nee, oder? Moment, jetzt sind wir hier, das ist die Gesamtübersicht. Nee, Entschuldigung. So, eins rüber. Blätter nach rechts. Genau, 0,9,1. Ja, das ist ein 12-Mann-Turnier gewesen. Also der war auf jeden Fall der Letzte. Na, dann wäre er bei 100%. Aber er hat 4 Objective Points, ja. Ein Turn Point. Aber er hat 746 Victory Points gemacht. Also es ist einfach nichts gestorben. Ah, das ist schon. Ja gut, da ist ja nichts auf dem Tisch am Anfang des Zugs, was du wegballern kannst. Sind 4 Camo-Token, 2 TOs, 1 Sunkte, schwierig zu töten, und 2 Luftlander. So. Einfach nicht auf. Diese Daten sind öffentlich zugänglich, Leute. Das betrifft übrigens alle eure Online-Daten, nur um das mal so klarzustellen. Genau, Datenschutz. Wenn man irgendwo irgendein Alleinstellungsmerkmal von euch findet, kann man euch mit solchen Analyse-Tools ganz schön an den Eiern kriegen. So, haben wir da noch einen draufzusetzen auf diesen? Ich find's mega geil. Ich finde diese Statistik-Tool einfach fantastisch. Wir können auch mal schauen, es gibt jemanden, der ein Quan Chi mit Boarding Shotgun gespielt hat. Nicht im Ernst. Doch. Okay, Sekunde. Das klappt man mal kurz wieder rüber zum, wenn nicht Compare Sheet. Und zum List Data. Lass mich mal das selber suchen. Yujing. Zack. Und dann haben wir jetzt hier Quan Chi. Zack. Gab's wirklich jemand? Boah, es gab 7 Leute, die den gespielt haben. Nee. Ja? Genau, in 5 Listen, 7 Quan Chi mit Boarding Shot. So. Bin ich echt mal gespannt. Ich nehme einfach mal die mittlere Liste, um zu gucken, wie spielt man sowas? Da ist dieses Tool tatsächlich ziemlich geil. Die Frage, wie kann ich eine Einheit verwenden? Also wenn man jetzt mal Lust hätte zu sehen, hey, da ist irgendein Profil, das kenne ich gar nicht, dann könnte man sich mit diesem Tool anschauen lassen, hier, Heizien, Spitfire Celestial Guard, Quan Chi Controller und dann spielt er 2 Quan Chi, einen mit Chain, einen mit Boarding Shotgun, zusammen mit einem Heizien, Sichuan und einem Guija. Eieiei. Ist eine interessante Liste, also. Yujing Aggressive heißt die. Yujing Aggressive, ja, das ist sie tatsächlich. Hm.
Können Sie mir vorstellen? Ein Hessian mit Multi-Rifle zu spielen. Und dann ein Celestial Guard mit Spitfire. Ob das nicht andersrum die bessere. Ja, gut, egal. Da ist schon. Also. Ihr merkt an der Sprache, an unserer Sprachlosigkeit, da entstehen Listenkonzepte, die könnte der Random List Generator nicht besser ausspucken. Ja. Somit ist dieses Tool, wenn man jetzt möchte, echt ein also dieses Auswerteprogramm, eine wirklich mächtiges Tool, wenn man zum Beispiel nach Einsatzmöglichkeiten eines bestimmten Profils sucht. Also wenn man sich jetzt denken würde, ich mache mal einfach mal ein Beispiel. Ich würde gerne Hackislam spielen und sag, da ist kein Yujing, warte mal. So, Quangxi nehmen wir raus. Ich bin jetzt einfach mal und denke mir, Moment, Yujing weg. Ich möchte gerne bei Hackislam mir überlegen, ich möchte gerne eine Inspirationsquelle haben, ne? Und denke mir, was habe ich denn selten? Cavalry spiele ich sehr selten. Spiele ich eigentlich nie. Und vor allem spiele ich nicht den Rifle Light Shotgun. Und der wird 10-mal gespielt. Also klicke ich da doch mal drauf. Und schauen wir mal an, wann wer einen Cavalry mit Light Shotgun spielt. Und können wir hier die Listen anschauen. Wie hat derjenige denn diesen Cavalry eingesetzt? Was hat er damit gemacht? Mit 10er Liste, mit Fasit, Fidai und dann der Cavalry mit dazu. Ah ja. Also man könnte so ein Reverse List Building basteln. Und sich überlegen, ich möchte gerne etwas spielen, wie kann ich das denn spielen? Das macht natürlich jetzt beim Gulam Doktor Plus vielleicht nicht so viel Sinn, aber bei der ein oder anderen Einheit ist das, glaube ich, so, wenn man dieses Tool hat, ziemlich krass. Finde ich eigentlich fast schon das härteste Feature aus diesem, was man jetzt aus diesem Analyse-Tool mit rausnehmen kann. Was man noch hat, was ganz witzig ist, weil es einfach so ein Fehlerquelle aufzeigt, tu noch mal ein bisschen Hackislam, tu mal kurz die Einheit aufheben. Ja. Und geh mal die Liste der Einheiten von oben nach unten durch und schau mal, ob dir was auffällt. Also von ganz oben kurz. Ja. An der Zusammen, also an der Nummerierung der Einheiten jetzt, oder? Nee, nicht von den Listen, sondern von den Einheiten. Die Einheitenliste von ganz oben. Sind mal ganz oben. Ganz oben. Genau. Also es gibt Ada Swanson, Cool, Alpha Sid, Al-Hava, Amar, Aswari, Outrise Bounty Hunter, Bashi, Briskards. Die Briskards. Es gibt halt zwei Listen, wie es irgendwie geschafft hat, einer eine Franzoseneinheit reinzukriegen. Sekunde, wir gucken uns das gerade mal an. Welche Listen das sind? Nein, das ist ein Bashi aus. Ja, das ist doch scheiße. Bashi Besuch weg. Wie kommt dann Briska rein? Wie funktioniert das? Genau, und wenn du das siehst, das merkst du. Genau, der stürzt dir beim Reconstructen ab. Also irgendwie haben sie es geschafft, einen Einheitencode sozusagen. Hat es irgendwie geschafft, einen Einheitencode einzuschleusen und sich eine illegale Liste zusammenzuklicken und die OTM zu übergeben. Ja gut, das kann natürlich daran liegen, dass diese Listen hier, wenn man sich das mal anschaut, wenn man diesen kompletten Army-Code sich anschaut und den postet und eine Einheit tauscht, dann ändert sich in diesem Code irgendwo zwei, drei Variablen, zwei, drei Buchstaben oder Zahlen ändern sich da drin. Kann natürlich sein, dass da irgendwann einmal ein Update war in Army, was jetzt da quasi aus einem AH8 ein AH19 gemacht hat oder sowas. Also, du weißt, was ich meine. Ja, diese Army-Codes sind ja so ewig lange Dinge, das sind ja Hexe. Nee, die ITS-Codes, die sind ja nur 8 Zeichen lang oder sowas. Moment, das ist kein, das, was du, wenn du eine ITS-Liste hast, dann steht ja immer Wenn ich jetzt so einen Army-Code aufmache, ist ja hier quasi so eine Buchstabe. Genau, aber das ist der normale Army-Code. Genau. Das ist was anderes als der ITS-Code. Aber diese Army-Codes entsprechen mit dem CWBGJ
Das ist eine gewisse Einheitenabfolge in, mit einem gewissen Profil. Jeden dieser Buchstaben ist, diese Kombination ist irgendwas zugeordnet. Nee, das ist. Nee, der ist gefasst. Der ist ein. Das ist eigentlich ein ziemlich langer String. Ja? Der in. Der sozusagen in JSON geschrieben ist. Mhm. Und die Einheiten-IDs enthält und dann zusammen und dann in diesen unerkenntlichen String umgewandelt wird, damit er halt nicht unendlich lang ist, weil okay. Auch dieser gescrambelte String ist halt, keine Ahnung, ein Zehntel so lang, wie die Einheitenliste eigentlich lang wäre. Ich merke schon, wir haben es mit Informatiker zu tun. Ich habe keine Ahnung, was du gerade gesagt hast. Genau. Aber tendenziell, wenn du eine Liste halt in ITS hochlädst, da kriegst du ja diesen kurzen Code. Genau, das ist dann so. Und das ist sozusagen, die Liste wird an ihren Server geschickt, dort abgelegt und das ist der Referenzcode, der dir zurückgegeben wird, um die Liste wiederzufinden. Okay. Das heißt, da wird gar nicht so ein langer Code entstellt, sondern da wird wirklich nur dieser Code, dieser kurze Code zwischengespeichert. Okay. Also. Ich glaube, wir fassen mal zusammen, oder? Dieses Tool ist der Hammer. Nach 2 Stunden Aufzeichnungszeit. Tino, was sagst du? Tino? Er schläft gleich ein. Hört er uns? Tino? Ja, ich glaube, sein Audio ist gerade nicht. Tino? Tino? Okay, er hört uns nicht. Dieses Tool ist brutal, ohne Scheiß. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Mal ganz davon abgesehen, dass man das grundsätzliche Gefühl, was man immer so hat, wenn man auf Turniere geht, dass sich das auch zahlentechnisch jetzt irgendwie bestätigt. Ist jetzt nass, das Internet ist gut runter. Was ist mit deinem Internet? Hallo? Bei mir kommt nur noch abgehacktes Holz. Wir haben dich gerade gar nicht gehört. Ja, bei mir hängt die Internetverbindung komplett. Macht nichts. Dann bin ich wesentlich mal ruhig. Dann bin ich schon die ganze Zeit, weil ich völlig geflasht bin von den Sachen, die man da raus. Das ist hart, oder? Also ganz ehrlich. Was jetzt noch so als letzten Ding machen können. Was? Könnten wir uns, kannst ja nochmal kurz Tor anklicken, einfach weil man weiß ja. Was denen immer nachgesagt wird, dass alle Listen gleich aussehen. Ja. Oh ja, spannendes Ding. Ja. No. So, Tor. Spannung. Genau, also, aufklappen. Der Gaurael ist so gut wie immer dabei, ne? 73. Na. Der Keltar 96% Pickrate. Und man glaubt gar nicht, was für ein Profil ist das. Ja. Ich glaube, das Symbion Combi Rifle ist es, oder? Nee. Oh, das ist auch spannend, ne? Es gibt immerhin welche 112, die haben. Nee, 16. Die haben denn mit Bombs. Bomben und Combi Rifle. Immerhin. Und 175, die in Bomben und Light Shotgun genommen haben. Was halt ganz lustig ist, man muss sich dann. 90% Pickrate, also 90% der Listen, ist mindestens ein Keltar enthalten. Und wenn ein Keltar mit Light Shotgun und Symbion Mets enthalten ist, ist im Durchschnitt 1,55 davon enthalten. Also im Normalfall nimmst du 2. Ja. Und Makaul sind so gut wie immer mindestens 2 am Start. Genau, mindestens 2 Makaul. Sukeul ist auch immer am Start, mindestens einer. Mindestens 2. Ja, also 1,64 ist schon. Interessanterweise sind die Razai Boarding Teams jetzt gar nicht so häufig drin. Genau, die sind nur bei 34, was mich eigentlich auch verwundert. Nicht viel häufiger wie jetzt zum Beispiel Keral Perceptors. Genau. Die sind nicht Ding, aber wenn man sich einfach mal die drei Dinge anschaut und sich überlegt, okay, jemand, der Tor spielt, nimmt 2 Keltar mit für 40 Punkte, 2 Makauls für 45 Punkte. Also eher 4. Ja, aber nach der Liste, also du nimmst mit 80% Wahrscheinlichkeit 2,2 mit, bist du nochmal bei 2, dann bist du insgesamt bei 42 plus 46 bei 88 Punkten, dann hast du 2 Sukeols mit dabei, mit jeweils 35 Punkten, also nochmal 70, dann bist du bei 158 und dann nimmst du noch einen Gaurel Sniper mit, weil du musst ja mit. Mhm.
Und, ah, nee, da bin ich bei 20. Und spannend ist natürlich auch, dass hier der Heavy Flamethrower mit Viral Close Combat Weapon, das ist so the way to go, ne? Also Double Action auch noch, aber das spielt man schon mit Flamethrower. Und genau, das wird Heavy Flamethrower, Viral Close Combat Weapon mitgenommen, weil es halt das Standout-Profil ist. Ja. Und ich, ist ja bei jedem Warband so, sagen wir mal ehrlich, in Monk. Monk hast du Double Action oder nee, was hat der für eine Shock? Die haben alle Shock. Die haben alle Shock. Genau, da hast du den Chain Rifle Shock dabei. Also, dass du mal einen Warband mit einer Combi Rifle oder so rumlaufen. 5 Punkte willst du für mich aber nicht ausgeben. Ja. Ja. Ihr billigen Toha-Spieler. Immer das genau. Gleiche. Aber wenn man sich mal überlegt, was so die hohe Pickrates, also einfach was man. Scheiße, mein Internet hängt komplett hier. Wenn man sich die hohe Pickrates, also die Profile anschaut, die hohe Pickrate haben, kommt man so, dass ein Toha-Spieler, dass eine durchschnittliche Toha-Liste schon mal 160, 170 Punkte belegt hat, mit Standard aus, bevor mit... er fängt, überhaupt andere Einheiten zu nehmen als diese vier. Ja, wer also gegen Toha spielt, spielt eigentlich fast immer gegen das Gleiche. Genau, du hast also erstmal 170 Punkte. Oh, jetzt ist das Ding raus, jetzt bin ich hin und her gewackelt. Okay, jetzt. Und der Rest wird halt dann erst aufgefüllt. Was halt dazu führt, dass man so dieses Gefühl hat, man spielt bei Toha immer gegen dasselbe. Was man, wenn man jetzt, wo ich vorhin drauf kommen wollte, wenn man sich mal Morat zum Beispiel anschaut. Moment, wenn man mach, spielt jetzt machen wir gerade doch mal Mordred Aggression Force. Und die Toha nehmen wir raus. Machen das mal auf. Morat mal anschaut. Okay, man hat den Doktor wohl mit 55%. Macht Sinn, aber ansonsten ist nichts genau, gut, ne? Aber der Rest... Ja. Es gibt keinen Must-Pick. Ja. Es gibt den Spec-Op, der wird nicht genommen, und die Missile-Drohne, also der Spec-Op wird halt nur bei Spec-Op-Turnieren genommen, okay, passt. Und die Missile-Drohne wird halt genommen, aber alles andere wird so normal gepickt. Ja. Also kriegt man eigentlich immer, wenn man gegen Morat spielt, kriegt man, weiß man nicht, gegen was man kommt. Man kriegt irgendwas vorgesetzt. Was ich persönlich finde, darauf hindeutet, dass Morat einfach ein gut designtes Sectorial ist, weil einfach jeder Pick valide ist und jeder Pick auch genommen wird. Es gibt keine Leichen und es gibt keine Must-Picks. Spricht für den Sektor, ja. Bedingt. Okay. Ja, es ist halt... Ja. Es spricht auf jeden Fall meiner Meinung nach fürs interne Balancing, wenn sozusagen du wirklich keinen Must-Pick hast, den du okay. Mit reinnehmen musst. Tino ist. Aber Tino anscheinend gerade alles abkackt. Ja, der ist jetzt auch komplett raus. Jetzt hat es uns auch gerade. Oh, kommt er wieder? Keine Ahnung. Okay. Ich würde sagen, wir haben durch diese Statistik, glaube ich, einen brutal krassen Einblick gekriegt, wie Corvus Belli an die Sache rangeht und wie man selber sich an diesem Spiel auch nähern kann. Ich mach's einfach mal weg. Ich glaube, das war fast schon zu viel. Also mich flasht das Ding komplett weg, wenn ich ehrlich bin. Macht mich wahnsinnig. Das ist, vor allem um den Tino jetzt, der wird es bestimmt sagen, die Daten sind ja alle öffentlich zugänglich. Genau. Wir sind bei 2:12. Lieber Thomas. Ohne Tino. Genau. Und ohne Tino ist alles immer sowieso scheiße. Ohne Tino, da ist der langweilig. Was machen wir da? Also langweilig nicht. Ich würde sagen, wenn jetzt jemand sich diese 2:15, bis wir fertig sind, hier angeguckt hat, würde ich sagen, erstmal vielen Dank fürs Einschalten heute. Ich glaube, ihr habt heute einen Einblick in Infinity gekriegt, den man sonst nicht hat. Und da danken wir dem Thomas ganz herzlich dafür, dass er uns sein Tool da zur Verfügung gestellt hat, weil das viele unserer Befürchtungen und Vermutungen, glaube ich, massiv unter... Tino! Ich bin wieder da. Ja, das freut mich, du bist jetzt aber quer. Ich wollte den, wollt den Thomas gerade verabschieden. Hast du was zu sagen zu diesem Tool? Ich fand es mega geil, dass wir das heute gesehen durften, weil das war, glaube ich, ein Einblick in die Infinity-Welt, wie man sie normalerweise nicht kriegt. So, Entschuldigung. Ja, also das ist da... Also mich hat es total geflasht. Wir haben es vorher probiert, bevor wir den Stream angefangen haben. Das ist so krass, wie heftig du ins Detail gehen kannst.
und was du alles herauslesen kannst, es ist der Wahnsinn. Und ich kann es nur noch mal wiederholen, es macht so viel mehr Sinn, was CB einfach tut mit seinen Releases und allem, wenn du da mal ein bisschen tiefer reinguckst in diese Datenmengen einfach, die da einfach auch erhoben werden, ja. Und ich wiederhole noch mal, das sind alles öffentliche Daten, die jeder von dir bekommen kann, wenn er das möchte. Ja. Ich hab's gerade gesagt, das würdest du sagen. Ja, genau. Das ist der Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn. Unglaublich. Und also mich hat es halt echt massiv beeindruckt, einfach auch, was du, wenn du das beherrschst und wenn du das kannst und wenn du das, was du damit einfach auch anstellen kannst, weißt du? Also es ist echt der Wahnsinn. Ich habe so ein bisschen Angst wegen meinem Internet-Traffic zwischenzeitlich. Dass man alles über mich rausfinden kann, wenn man nur meine statistischen Daten abruft, ohne dass man genau weiß, was ich da so tue, lässt das schon brutale Rückschlüsse zu. Ja, definitiv. Also das war für mich auch wieder mal so ein, man weiß ja viel, so man hört ja viel, was man so mit Daten anstellen kann, die man so im Internet lässt, aber das ist unser Hobby, ja, und das ist halt schon geil. Weil im Prinzip, gerade den einen Kollegen vor uns mit seinem Ninja, ja, im Endeffekt dem konnte halt echt die Hosen ausziehen. So einfach, ja. Ist schon geil. Eieieiei. Genau, deswegen, für alle, die jetzt schon Angst haben und sagen, ah, da kann ich auch, kann ich nicht, ich habe die Daten explizit anonymisiert, genau, damit man nicht zurückverfolgen kann. Also man kann, wenn ich irgendwie, eben wie da gerade eben, ich wähle die Einheit aus, ich wähle die Liste aus, ich wähle das Turnier aus und dann gehe ich nach OTM und schaue im Turnier, wer da den 11. Platz finden kann, dann kann ich es machen. Aber ich kann in dem Tool nicht einzelne Personen auswerten, explizit, weil ich genau weiß, dass das will keiner. Deswegen habe ich gesagt, das mache ich auch nicht. Das ist auch nicht öffentlich zugänglich. Das war die nächste Frage, die ich stellen wollte für jeden, der jetzt dran saß und sich überlegt hat, wie kann ich das zu meinem Vorteil nutzen? Ist das öffentlich zugänglich? Nein. Genau, das müsst ihr euch, wenn ihr es haben wollt, selber bauen. Du Arsch. Ja, es kann ich. Also man kann so Daten streamen, wenn man lustig ist, aber die Daten weiter verbreiten und sowas, das ist nett. Nee, also würde ich jetzt halt erstmal nicht machen. Also wir haben natürlich auch immer Datenschutz und solche Dinge. Das ist ja ganz klar, dass man das uns nicht keine Gedanken gemacht, aber das ist auch. Wir haben ja auch niemanden jetzt explizit geoutet oder sonst was. Nein. Ich glaube, die Quintessenz der heutigen Sendung war, wenn man das Ganze statistisch erfasst, ergeben sich ganz viele Bestätigungen des eigenen Gefühls. Und das, was gerade auch so diskutiert wird allgemein, ja, im Meta. Ne? Also da ist ganz viel, was so als wie nennt sich das? Anecdotal Evidence, also als Bestätigung aus dem eigenen Erfahrungsbereich, das man so mitnimmt, das spiegelt sich zum Teil auch in den Statistiken wider. Manche Sachen natürlich nicht, das ist ganz klar, aber zum Großen und Ganzen, ich glaube, ich haben viele Leute ein ganz gutes Gefühl dafür, was passiert und wie das Kräfteverhältnis, das Balancing funktioniert. Aber man sieht auch, wie experimentierfreudig manche Menschen sind und das ist tatsächlich, wie du vorher gesagt hast, kein Profil gibt, was nicht irgendwo mal genommen wird. Sogar der beschissene Linie mit CompuRife wird irgendwo mal genommen. Und AP Close Common Web, ne, das ist ja das Schlimme. Das war ja nicht mal der mit Double Action, das war der mit AP. Das tut so weh. Du hast nicht mal Anti-Material, um ihn Frostbite irgendwas kaputt zu kloppen. Oder klar, es gibt die klassischen Must-Haves, und es gibt aber auch immer jemanden, der mal irgendwas probiert, und das finde ich eigentlich echt schön. Fällt mir echt gut. Ja. Und was man, finde ich, jetzt auch aus dem Ganzen rausliest, es ist sehr viel Bewegung in den Fraktionen. Und man spürt die Bewegung. In den Turnieren, in den Spielern. Es ist viel Bewegung drin, ja. Man hat jetzt dein Beweis, man muss es sagen, ja, es wurde ja immer gesagt, der Power Creep, ne? Ja. Ich finde jetzt nicht, dass es dass man jetzt so rauslesen kann, dass ein Power Creep stattfindet, aber was man deutlich rausliest, ja, dass die Infinity Community auf den neuen Shit einfach abfährt. Genau. Neue Release, alle stützen sich drauf, fangen es an, es wird viel gespielt. Genau. Siehe Japaner, siehe Wakuda, siehe Invincibles.
genau. Hat man jetzt einfach deutlich rauslesen können, dass der neue Shit einfach gerne angenommen wird. Aber statistisch gesehen, jetzt mal bis auf. Es hängt tatsächlich auch viel mit, was du vor uns gesagt hast, Thomas. Du kommst halt plötzlich mit Varuna aufs Turnier, ja? Das sind halt 20 Leute. Und von denen hat noch nie einer gegen Varuna gespielt. Du hast viel drüber gelesen vielleicht oder sowas, aber du hast noch nie dagegen gespielt und du weißt gar nicht so, was kommt denn da. Ja? Und siehe da, bam, ist Varuna plötzlich super stark. Genau, also... Ja, ich glaube, das zieht sich auch einfach so ein bisschen durch. Genau, was ich auch finde, ist, man sieht, das Power Creep an sich ist halt schwierig zu sagen. Es gibt die Top Contender und es gibt halt Bottom Tier, okay. Ist immer so und dann gibt es halt Leute, die mit einer Armee gut umgehen können und halt gut damit abschneiden und sowas. Aber man sieht, eigentlich haben sie bis auf Aleph, Vanilla und vielleicht jetzt Varuna, was man halt in Zukunft mal schauen muss, wie sich jetzt weiterentwickelt. Eigentlich haben sie bis auf Aleph Vanilla nicht geschafft, groß einen Power Creep reinzubringen. Aleph Vanilla hat durch OSS einen ziemlichen Push bekommen nochmal. Aber ansonsten hat sich eigentlich nicht viel getan. Thor ist immer noch super stark. Auch mit jetzt Varuna, Invincible Army und OSS im Rennen. Tartari wurde gesagt, die machen alles platt, sind nicht stärker als der Rest von Ariadna. Tunguska hat sich auch recht gut eingefügt in so Nomad als Nomad Sectorial. Ja, muss ich sagen, bis auf jetzt hat wirklich alle Vanilla hat CB eigentlich recht gut geschafft, Armeen rauszubringen, die eben nicht einen harten Power Creep reinbringen. Also die sind jetzt nicht rausgekommen Top Contender, sondern sind halt reingekommen und haben sich jetzt halt eingegliedert. Und jetzt, wenn man vielleicht noch ein, zwei Monate wartet, dann wird vielleicht entweder hat man Varuna immer noch top als sehr starker Meta. Okay, dann sind sie auch mit Power Creep reingekommen. Oder sie fallen halt auch ab und gleichen sich ein bisschen an, so an. Du bist fertig, okay, dann bin ich gleich noch. gleichen sich dann auch an sowas an Shock Army und Neo Terra. Ich bin. Und deswegen. Und das finde ich eigentlich, tut so ein bisschen dieses, jetzt muss man mit Spiral Corps mal schauen, was da passiert, aber es tut zu meiner Meinung nach dieses, ein bisschen dieses, ja, immer sich beschweren, ja, jetzt ist der Super Power Creep und alles ist immer besser geworden. Ja, sie haben eine Armee und sie haben eine Armee rausgebracht, wo es wirklich sein kann, okay, sie haben es ein bisschen verhauen, aber ansonsten sieht es eigentlich recht gut aus. Vom Balancing her auch external. Ich glaube, das ist ein ganz wunderbares Schlusswort, oder? Dass wir es mit einem super gebalanced, also eigentlich grundsätzlich gut gebalanceden Spiel zu tun haben. Das, ja, also bei dem es keine Must-Have und keine No-Playable Factions eigentlich an sich gibt. Selbst wenn du Franzosen spielst, gibt es immer noch jemanden, der das kann. Der Tino, den hört man wieder nicht. Also ich kann es nicht. Außer Pan-O was a mistake. Genau. Gut, mein Bier ist leer. Wir sind bei fast 2,5 Stunden, liebe Leute. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir das hier Ganze beenden. Thomas, vielen herzlichen Dank für dieses fantastische Tool und diesen Einblick, der, wo ich echt sagen muss, ist, also da habe ich Angst davor, was du beruflich damit anstellst mit solchen Tools. Ja, wem du da alles deine Stelle kostest. Aber ich glaube, für unsere Zwecke... Aber ich weiß ja, welche Browserfenster du gerade offen hast, also... Scheiße, ja. Jetzt ist Data Creep und die Datenkrake hockt jetzt bei mir im System, ne? Scheiße, ich hätte meinen Screen nicht sharen sollen. Liebe Leute, vielen Dank, dass ihr mit uns diese fast 2,5 Stunden ausgehalten habt. Ich glaube, das war ein schöner Einblick in die Welt der Statistik. Das ist ja auch schon mal was. Statistiken kann man immer fälschen und deuten, wie man sie möchte. Das haben wir getan. Wir bedanken uns ganz herzlich beim Thomas, dass er uns seine wertvolle Zeit an diesem Sonntagabend geopfert hat. Und wir freuen uns, dass der Tino mit der Internetverbindung zu kämpfen hat, dass sein Schlusswort mir überbleibt. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Ich denke, wir werden noch beim nächsten Mal nicht live sein. Das tut mir sehr leid. Tschüss, Tino.
Thomas, hast du ein paar abschließende Worte? Also, auch danke, dass ich eingeladen wurde, dass ihr mich eingeladen habt. Hat echt Spaß gemacht. Freut mich. Und ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht jetzt ein bisschen zu viel ist oder sozusagen, aber jetzt, ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt Leute halt doch schon Interesse haben. Und eventuell hättet ihr vielleicht Lust, nochmal eine zweite Runde zu machen mit sozusagen ein paar Fragen aus der Community oder sowas. Gerne. Wenn ihr Bock drauf hättet, so dass wir ein Forum-Thread aufmachen, da können die Leute schreiben, ja, ich würde gerne wissen zu Military Order, die Winrate über das und das oder die Pickrates von der und der Einheit oder wie sich was verändert hat. Mhm. Also natürlich, diese Daten sind nicht öffentlich zugänglich, das ist ganz klar, das wirst du wahrscheinlich auch nicht machen. Aber wenn jemand das Bedürfnis hat, da ein bisschen genauer reinzufragen, schreibt es ins Otoy-Forum, entweder schreibt euch, wenn es einfache Fragen sind, glaube ich, kannst du Thomas im Forum beantworten. Genau. Falls sich das so arg aufläuft und wir merken, da ist nochmal die große Lust da, nochmal konkret ins Detail zu gehen zu bestimmten Themen, dann machen wir das natürlich gerne. Ist bestimmt spannend. Wo findet man denn deine anderen Tools? Wenn dieses Tool sicher nicht, ist glaube ich zu hart, aber wo findet man denn zum Beispiel den am anfangs zitierten Random List Generator oder so ein Zeug? Ich meine, da hast du ja noch ein paar andere Sachen gerade in der Pipeline, die noch laufen. Genau, also ich habe das findet man unter der URL www.infinityutilities.de. Erzähl. Genau, www.infinityutilities.de, alles klein, alles zusammen. So, Moment. So. Infinity Utilities, genau. Da findet man eben den Random List Generator, das Tournament Tool. Und für jeden, der Bock hat, ein bisschen was auszuprobieren, kann er jetzt noch ein Slash dahinter setzen und Sandbox reinschreiben. Moment. Ja, erzähl weiter. Genau, und dann kommt er auf sozusagen dieses Alpha-Entwicklungsbild von meinem nächsten Tool, was eigentlich nichts anderes ist als eine kleine Möglichkeit, eigene Skills, Profile und Missionen sich zusammenzuklicken und zusammenzubauen und dann in schön formatierten Design auszugeben. Nochmal, eigene Profile. Genau, also du wolltest schon Movement 4-6. Genau, du kannst Movement 10-10 machen, wenn du lustig bist. Du kannst auch sagen, ich wollte schon immer diesen blöden Gojang Rework haben und ich wollte es einfach mal schön haben und dann baust du dir einfach ein Gojang-Profil nach und gibst dem gefälligst Tactical Awareness und NCO, damit er endlich mal was machen kann. Und postest und schickst es CB, dass sie das gefälligst so machen sollen. Punkt. Ich hasse Informatik, habe ich das schon mal gesagt? Also, mega, mega geil, ohne Scheiß, richtig, richtig gut. Ich denke, da ist, gerade mit den Missionen, das war was, was wir mit Tino auch mal angesprochen hatten, dass man so auf in Tabellenform quasi, du erwürfelst dir eine Mission quasi so auf in verschiedenen Steps. Wie ist dein Layout? Welche Missionen hast du? Wie viele Classifieds? Wofür kriegst du deine Punkte? Wenn das irgendwann mal steht, glaube ich, ist da unfassbar viel Potenzial bei sowas. Wenn du so ein Sandbox-Tool hast dazu. Also, ich glaube, da müssen wir echt nochmal eine Sendung machen dazu. Gut. Ja, wenn es dann mal fertig ist. Ich bin mir sicher, das kommt schneller als du denkst. Genau. Irgendwann. Wunderbar. Tino, bist du dabei? Tino hört nichts. Gut, dann muss ich die Abmoderation machen. Liebe Leute, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten. Wir hatten, glaube ich, heute Abend eine sehr einsichtsreiche Sendung. Ich finde es fantastisch. Thomas, danke, dass du da warst. Und danke fürs Einladen. Gerne, jederzeit wieder. Wir sehen uns beim dem Tino auf dem Turnier im Mai. Oder ach nee, bist du nicht in Augsburg? Nee, nach Augsburg schaffe ich leider nicht. Ich habe zu viel um die Ohren gerade. Ich verkneife mir jetzt gerade sämtliche weiteren Kommentare zum Thema. Ich habe zu viel um die Ohren. Tino? Bitte? Tino, du taugst heute nichts. Liebe Leute, ich drücke einfach mal aufs Knöpfchen. Danke, Thomas. Wir sehen uns irgendwann im April vielleicht. Macht's gut. Ciao, ciao.
Dino, bist du da? Dino, hallo. Ja. Wieso, jetzt bist du da, super, klasse. Ich habe zwischendrin den Hangout ausgemacht. Ist okay, so hast du wenigstens mal die Fresse gehalten. Ja, wir hören dich.